whispered promises straight to my heart. I'd never noticed, but you were never there, you were never there. Hey, you gave me roses, set me apart. All I feel was bliss, but you were never there, you were never there. I want us to be what we used to be this night. Baby, just another fight, but you don't wanna see me cry. There is no way that it's never going there. I think it better and I swear I'll follow you no matter where. Think it better and I swear. Did you give up on me? Have you never learned a lesson? Sorry, I will never be living in your dreams of what you wanna see. Think I'd better go someplace I don't know, cause I got your picture on my mind. I want us to be what we used to be this night. Maybe just another fight, but you don't wanna see me cry. There is no way that it's never going there. Think it better and I swear I'll follow you no matter where. Kid is a new number one driver. Moin Moin, herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute, ja, sind wir wieder bei Wrestling League Esports unterwegs. Das tatsächlich vorletzte Rennen schon dieser Saison. Rennen 18. Wir sind auf Imola unterwegs. Qualifying hat schon begonnen. Und ja, Meisterschaft ist schon entschieden. Aber, ja, da, hier und da können noch mal ein bisschen was gehen in der Gesamtwertung. Schauen wir uns nachher mal an. Ich würde sagen, wir gehen mal auf die Strecke. Schauen mal an, wer unterwegs sind. Heute sind wieder, na, 24 Fahrzeuge dabei. Also ein Dickchen mehr als so, ja, die letzten Male, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir auf die Strecke, schau mal und dann, ja, kriegen wir hoffentlich heute wieder ein schönes Rennen auf einer sehr schönen Strecke zu sehen. So, Bild, jawohl. Und ja, wir sehen hier alle 24 Fahrzeuge links im Tower, sehr gut. Da kriegen wir auf jeden Fall mal alles mit hier. Moin Tommy, moin moin, schön, dass du dabei bist. Und ja, wir gehen natürlich hier immer durch die Fahrnummern oder Autonummern durch. Dann kriegen wir nämlich alle mal ins Bild. Und hier haben wir nämlich die Nummer 1, das ist der Führende der Gesamtwertung und dementsprechend auch, ja, der bereits Sieger des oder der Saison. Hier Ricardo Hillegeist, Go Fast Racing. Moin Philipp, da ist dann wieder Teamkollege auch gerade im Chat unterwegs.
Ja, der kann also hier ganz entspannt die letzten beiden Rennen angehen. Nächste Woche, da sind wir ja nochmal auf Kota unterwegs, genau am 20. Februar. 90 Minuten dann nochmal das letzte Rennen. Heute fahren wir ja eine Stunde. Ricardo Hüllegeist hier, ja, leider noch auf einer ungültigen Runde, hat noch keine Zeit gesetzt. Deswegen gehen wir mal zu Max Ohlinger rüber. Mosquito Motorsport, sich hier passenderweise gerade mal auf die erste Position gesetzt. Das Ganze mit einer 41,8. Also schon mal eine richtig, richtig gute Zeit, die er hier hinlegt. 28.000 gerade mal vor Benedikt Alisch. Also, ja, sehr, sehr eng da jetzt schon. Auch dahinter Martin Kraus auf der 3, 0,13 Sekunden. Nicht so weit weg. Dann zu Gründel erstmal eine größere Lücke. Aber sind ja noch relativ früh hier im Qualifying unterwegs. Da wird noch einiges gehen, denke ich. Chris Soske haben wir nochmal für, nicht nochmal, aber Monkey Town Porsche. Nicht, oh Gott, ganz durcheinander hier. Monkey Town Racing, die meistens im Porsche unterwegs sind. Er hier der einzige Audi im Team. Aktuell auch in den Top 10 platziert. Gerade durch die Variante Alter, die Schikane hier im zweiten, ist das zweiter Sektor noch? Ja, müsste fast noch sein, der hier ja auf der 10 unterwegs ist, 2 Zehntel im Delta. Jetzt geht's durch die beiden Rivazza-Kurven, ein bisschen weit rausgekommen und ungültig. Damit leider, ja, diese Runde keine Verbesserung, aber potenziell auf jeden Fall noch weiter vorne platziert. Will Bartel haben wir dann mit der Nummer 17, Monkey Town Racing. Ja, ein Lexus haben die auch noch am Start hier. Auch gerade auf der Geraden unterwegs, 1,2 Sekunden exakt Rückstand. Allerdings diese Runde auch keine Verbesserung. Dann gehen wir zu Ben Utzer rüber, haben wir APM Apollo Motorsport, ein McLaren, auch jetzt nicht so oft gefahren. Der hat hier gerade durch die Variante Villeneuve die zweite, ja, Kurvenkombination, das ist das in die Tosa rein. Die Linkskurve, den Berg hinauf, muss man schön den Schwung mitnehmen, kann man relativ viel Curb am Ausgang mitnehmen und dann, ja, hier angreifen. Hier oben eher schwierig, sage ich mal, kann man sich mal daneben setzen, hier in der Linkskurve, da ist doch Auslaufzone. Aber ist halt eine enge Angelegenheit, auch runter Richtung Aquaminerali. Wir sehen Ben Utzer hier gerade auf keiner guten Runde unterwegs. 1,5 Sekunden Rückstand, Platz 17 aktuell. Nick Hussfeld, so, da ist einer. Der Monkey Town Porsche, der hier gerade ein BMW überholt. Mal sehen, er ist gerade auf der ersten Position mit 41,6. Also nochmal richtig ein draufgelegt hier. Aber die Bedingungen, die Wetterbedingungen sehen auch sehr, sehr gut aus. Temperaturtechnisch 22 und 24 Grad. Jetzt Alisch auf der ersten Position. Nick Hussfeld fährt jetzt in die Box rein, holt sich mal ein paar frische Schlappen und dann wird er sicherlich nochmal angreifen hier. Dann gehen wir zu Marcel Lang rüber. Club Racing, die Nummer 27 der BMW M4. Auch gerade durch Variante Villeneuve durch. Aktuell Platz 10. Noch hat er hier im ersten Abschnitt, ja, keine große Verbesserung rausfahren können. Mal gucken, hier Ausgang Tosa. Ja, doch wieder ins grüne Delta rüber. Sehr schön, also da, wie gesagt, kann man ganz viel Zeit gewinnen oder verlieren den Berg hinauf. Dann haben wir noch den Lukas für CF Racing Team mit der Nummer 29. Ein Honda, der hier gerade in der Box steht, glaube noch keine Zeit gefahren hat. Nee, tatsächlich nicht, genauso wie Ricardo Hüllegeist, der noch keine gültige Zeit hat. Tja, Meier auch wieder dabei. Inzwischen tatsächlich nicht mehr Dritter in der Gesamtwertung, wie wir nachher nochmal uns anschauen werden. Der war da ganz, ganz lange sehr, sehr sicher auf der 3, aber inzwischen, lass mich gucken, ich glaube, Benedikt Alisch müsste auf die 3 jetzt gegangen sein. Ja, der ist auf der 3 in der Gesamtwertung mit 5 Punkten Vorsprung, also nicht wirklich viel auf Platz 4. 2 Rennen haben wir noch, also da wird es auf jeden Fall, wie gesagt, nochmal spannend werden. Der fährt jetzt hier aus der Box raus, Platz 9, aktuell 100stel hinter Lukas Finke auf der 8. Stefan Krehling, der fährt den Porsche von Mosquito Motorsport, die hier ja auch mit 2, 3 Fahrzeugen, glaube ich, am Start. Auf jeden Fall unterschiedliche Fabrikate. Ah, hier der Porsche, der liebt die Curbs nicht allzu sehr. Hier muss man die aber doch ganz gut mitnehmen, irgendwie, damit man hier auch die Geschwindigkeit mitnehmen kann. Richtung Rivazza runter, Stefan Krehling aktuell auf der 20. Position. Da haben wir doch einen relativ großen Abstand zu den nächsten. Also da muss man ein bisschen was kommen. Mal schauen, hier Rivazza, Berg hinunter, die Anbremszone. Wird im Rennen auch sehr, sehr spannend werden. Ja, ob da sich alle an den Bremspunkt sozusagen halten und da nicht draufknallen bergab. So, jetzt wird keine große Verbesserung geben. Hier geht noch alles Vollgas Richtung Startlinie und Ziellinie. Also Platz 20 bleibt so im Moment. Moin, Lukas. So, Oliver Gehler, da haben wir nochmal Mosquito Motorsport in einem McLaren. Die Nummer 70 ist das nämlich. Oliver Gehler aktuell auf der 18. Ja, 1,5, nicht mal ganz, 1,4 Sekunden. Jetzt auf der 19. Also hier sehen wir die ersten, ja, fast 20 Fahrzeuge innerhalb von 1,5 Sekunden. Könnte also auch wieder ein recht enges, ja, Rennen werden. Hier vorne zumindest, auch ganz vorne, haben wir so 1/10 Abstände.
Bin gespannt, ob das nochmal ein bisschen näher zusammenrückt hier. Marcel Schulz, da haben wir den BMW mit der 83, Moonshine Crew Esports. Sagt mir der Name gerade gar nichts, muss ich gestehen. Aber kann auch sein, dass man hier ja noch ein paar Fahrer neu in der Saison hat. Kannst ja jedes Mal oder jedes Rennen einsteigen. Aber wird dann vielleicht dann nächste Saison wieder richtig mitfahren können, wenn man von Anfang an fährt. Alle, ja, mal gucken, wie viele Rennen es werden. Diese Saison waren es ja 19 Rennen tatsächlich. Sind ja schon ein bisschen länger unterwegs. Dann haben wir den BMW M4 von Schneider Racing mit Chris Schneider. Haben wir heute wieder beide Schneiders dabei eigentlich. Jawohl, Michael Schneider auf der 9 ebenso. Er hier mit der 91, aktuell Platz 15. Ja, ein bisschen mehr als eine Sekunde Rückstand. Und trotzdem nur Platz 15. Also die Strecke haben die Leute wohl, die Fahrer, sehr, sehr viel geübt. Doch recht eng hier an vielen Stellen im Feld. Auf der 6. Position, da haben wir Martin Kraus, Mosquito Motorsport, die 110. Hat auch ein paar mehr Autos davon vorhanden vom Team hier auf der 6 mit 0,46 Sekunden Rückstand. Auch da fehlt ja eine gute Zehntel auf die nächste Position zu Alexander Gründel. Na schön hier gerade die Aqua Minerali. Auch da Trackcuts werden natürlich eine Rolle spielen heute. Da am Ausgang kann man mal zu weit rauskommen. Auch die Linkskurve davor kann man mal zu weit rauskommen. Und dann klar die Wurstcurbs hier. Werden auch nochmal interessant werden in der Startphase, in den Zweikämpfen, wenn da mal ein Auto drüber fährt, versetzt und ein anderes trifft. Das kann mal richtig unangenehm werden. So, wir können weitergehen. Hier gibt es leider keine Verbesserung. Außer Box kommt gerade Daniel Müller, Monkey Town Racing, die 169 auf der 7. Position unterwegs. Also auch hier in den Top 10 am Start. Hier sehen wir die Wurstcurbs, diese gelben Dinger. Hier auch den Schwung schön mit rausnehmen, möglichst früh aufs Gas gehen. Und dann ja, kann man auch hier auf der Geraden zwischen den beiden Kurvenkombinationen sich mal daneben setzen vielleicht. Jetzt nicht so lang die Gerade, aber da sehen wir gerne mal den Angriff. Da kann man den Gegner unter Druck setzen, ihn dann einen Fehler zwingen und dann vielleicht mal vorbeigehen, daneben gehen und gucken, ja, dass man hier überholt. Dann gehen wir, wie gesagt, zum aktuell drittplatzierten der Gesamtwertung. Inzwischen muss man sagen, Benedikt Ahlisch, Orange One Racing, die 179 der BMW, aktuell immer noch auf der 1. Position. Und wir sehen hier auch schon wieder eine Zehntel rausgeholt. Nick Kurzfeld auf der 2, auch eben noch eine Zehntel im Delta gehabt. Aber jetzt hier wieder, ja, plus minus 0. Ahlisch hält hier die Zehntel mehr oder weniger. Aber da wird nochmal alles rausgekitzelt, um hier vielleicht nochmal eine tiefe 41er hinzubekommen. Aber ich sage ja, die Zeiten, ja, sind ja schon gar nicht mal so schlecht. So, ein paar Autos haben wir noch, bisschen Zeit auch noch. Markus Spielberg, das ist hier ein Monkey Tour Racing Porsche mit der 202 ist er unterwegs. Jetzt gerade auf der 19, da sehen wir jetzt die Top 20 innerhalb von 1,4 Sekunden. Er hier auf der 19 unterwegs, zeitgleich mit Stefan Krehling tatsächlich dahinter. Wille Witzmann, Orange One Racing Team, die 390, hier der Teamkollege, also von Ahlisch. Witzmann, glaube ich, 5 da in der Gesamtwertung, jawohl. Also das Team hier ganz gut platziert, würde ich mal sagen. Direkt dahinter jeweils die Piloten von Ratisbona Racing Club, die wir heute auch schon gesehen haben. Baby, moin. Und ja, mal gucken. Platz 3, also auch hier wieder sehr, sehr gut unterwegs. Kann hier ordentlich Punkte mitnehmen. Gucken wir mal, ob es vielleicht sogar fürs Treppchen heute reicht. Lukas Finke, Monkey Town Racing, 420, gerade über die Linie hier, bleibt aber erstmal auf der 11. Position. Auch da fehlt nicht so viel nach vorne, halbe Zehntel ungefähr, um sich Michael Schneider zumindest mal zu schnappen. Aber auch hier sehen wir auch wieder ungefähr eine Zehntel nach vorne, Zehntel nach hinten. Da ist wirklich jede Kurve wichtig, eine Zehntel hat er wieder gefunden. Macht er Last to First, aber warum nicht? Hat ja nichts zu verlieren. Schauen wir mal. Patrick Gonzalez, wo wir schon wieder beim Team wären, nämlich das dritte Fahrzeug von Go Fast Racing. Philipp fährt anscheinend heute nicht mit, wie es aussieht. Ja, aber im Aston Martin unterwegs, nicht im BMW wie die beiden Teamkollegen. Gonzalez aktuell auf der 13, also hier im Mittelfeld angesiedelt. Die ersten 15 bekommen ja Punkte im Rennen. Das heißt, heute gehen wieder 9 Autos leer aus. Ja, heute gehen wir ein paar mehr leer aus. Wir haben ja auch mal Rennen mit 20 Fahrzeugen, glaube ich, gehabt. Oder 21. Da war die Chance, Punkte zu bekommen, fast größer, als sie nicht zu bekommen. Schauen wir mal jetzt hier plus minus 0. Eine Sekunde hinter der Pole Position. Bleibt damit auf der 13 aktuell. Lenz Live, der nächste Porsche von der Affenbande diesmal allerdings. Gerade in der Aqua Minerali unterwegs. Auf der 22, der letzte, der aktuell eine Zeit gesetzt hat. Weil Lukas weiß ja nicht, ob er nicht fahren darf, nicht fahren will. Könnte ja auch sein. Aber auf jeden Fall hier die Platz 22 unterwegs. Und da sehen wir, die Curbs sind doch relativ aggressiv hier. Da muss man wirklich wissen, wie man drüber fährt, wie man das Auto abstimmt. Damit leider die Runde gerade ungültig hier.
Fenstermodus. Achso, man muss erstmal alles lesen hier. Mach euch mal hier Michael Schneider den nächsten schon mal ins Bild. Achso, du hast ein paar technische Probleme hier. Okay, okay. Ja, ich war auch immer im Fenstermodus, glaube ich. Bin ich der Meinung. Aber ich habe tatsächlich sehr, sehr selten technische Probleme, zum Glück. So, Nick Hussold jetzt auf der 1, 41-2er. Der hat aber richtig einen rausgehauen. Hat der Ahle schon nochmal gezeigt, was nochmal geht. Er selber hat nochmal eine Zehntel im Delta. Während wir hier nochmal Michael Schneider sehen, von der Affenbande. Also hier auch zwei Fahrzeuge unterwegs vom Team. Mit der 896 am Start. Platz 10 aktuell, 2 Zehntel. In der Tosa, 0,3 jetzt in der Tosa. Da wird also noch mal ein bisschen was gehen, denke ich, wenn er das nach Hause bringen kann. Aber auch Finke dahinter ähnlich schnell. Dann haben wir noch Kurt Hassel, Marathon Racing, die 911 auf der 21. Hier, ja, der letzte, der noch direkt am Feld dran ist, zumindest zeitentechnisch, Lens Live. Aber der kann da auch noch mal hinterherziehen, denke ich. Eine halbe Sekunde hat er schon wieder im Delta. Also sieht so aus, dass wir hier zumindest die Zeit setzen, alle so innerhalb von 1,6 Sekunden haben. Das ist doch recht eng. Die Verhältnisse, wenn ich mich so an andere Rennen erinnere. Sehr, sehr schön. Hoffen wir mal, dass auch alles gut geht gleich. Und einer fehlt uns noch, Alexander Gründel, der Teamkollege mit der 999 auf der 5. Position. 0,6 Sekunden Rückstand. Ja, bisschen mehr als der Zehntel fehlt auf die 4. Mal schauen, 3 Minuten noch. Hat also noch 2-3 Ründchen Zeit, sich hier ebenfalls zu verbessern. Also, das sind sie, die 24 Piloten hier. Sehen hier Hussfeld, können wir mal ins Bild tun, Teamkollege auf der 1. Position, Ahlisch auf der 2, Ohlinger auf der 3. Guck mal hier bei Fründel rein, der hat eine Zehntel im Delta, aber relativ früh noch in der Runde. Also noch viel Zeit und auch viele Kilometer vor sich, die er dann nochmal gut abspulen muss, um das hier auch wirklich nach Hause zu fahren und hier vielleicht sogar noch in die zweite Startreihe zu gehen. Du mal lieber Qualizeit. Oh, ich bin ein bisschen verschnupft schon wieder. So, wir sehen noch einige grüne Deltas tatsächlich auch ganz vorne. Auch hier bei Alexander Gründel immer noch. Bis jetzt hat er die Runde sehr, sehr gut hinbekommen. So, mal schauen, nicht zu weit rauskommen. Schön gerade raus beschleunigen. Geht so ein bisschen über den Huckel rüber. Hier den Berg hinauf Richtung Schikane. Können ja hier mal ein paar Meter nochmal mitfahren. Gucken wir mal, wie er die Schikane bekommt. Ja, ersten Körper hat ein bisschen mehr mitgenommen, den zweiten weniger. Am Ausgang gibt es auch nochmal die schönen Wurstcurbs. Da nicht rüberfahren, wird dann eh ungültig. Aber wie gesagt, das wird dann recht ungemütlich. Hat jetzt aber wieder Zeit verloren tatsächlich. Also hat nicht mehr so viel Zeit hier. Ein paar Meter dahinter. Daniel Müller, sein Teamkollege, auch in der Variante Alter etwas verloren. Eine Zehntel auf jeden Fall. Jetzt noch 0,1 Sekunde im Delta. Dann haben wir noch Chris Soske. Wo ist der? Gerade über die Linie hier oder auf dem Weg dahin. Der kann sich vielleicht nochmal verbessern. Na, nicht wirklich. Zumindest positionstechnisch bleibt es hier bei Position Nummer 6. Was macht Phil Bartel? Ne, das ist nicht Phil Bartel. Ist er gerade über die Linie gefahren wahrscheinlich, als ich draufklicken wollte. Wo ist er denn jetzt? Ach, da. Ja, war wahrscheinlich gerade über die Linie oder so. Auf jeden Fall hatte er gerade was im Delta. Auf der 13 befindet er sich aktuell. Ist jetzt hier auf der letzten Runde womöglich unterwegs. Eine Zehntel wieder rausgeholt. Also da ist die Messer noch nicht so ganz gelesen. Und die ersten 12 Piloten innerhalb von einer Sekunde. Ah, das ist sehr, sehr vielversprechend fürs Rennen. Eine Stunde haben wir ja heute, wie gesagt, nächste Woche nochmal 90 Minuten zum Abschluss auf Kota. So, Ahlisch auf der 2, ganz wichtig, wo ist denn Pierre Meyer? Nur auf der 11. Also, wie gesagt, das ist ja nochmal spannend, Platz 3, Platz 4 in der Gesamtwertung zwischen den beiden. Pierre Meyer auf der 4 in der Gesamtwertung, hier auch ein paar Positionen weiter dahinter. Also würde nochmal ein bisschen was an Punkten verlieren. Schauen wir mal. Oh, nimmt auch sehr viel Körb mit. Das war zu viel und damit die Runde leider ungültig. 30 Sekunden haben wir noch auf der Uhr. Und das heißt, er wird hier keine Runde mehr setzen können. Na, nee, glaube ich nichts mehr. Die Linie kommt dann auch relativ spät hier. Wird also tatsächlich wohl ein Startplatz außerhalb der Top 10 für Pierre Meyer. Gucken wir mal bei Alexander Gründel rein hier. Moin Chromix und danke für den 7. Monat. Der will Startgewicht umgehen. Achso. So, aber hier wird Gründel nochmal einen guten Satz nach vorne machen. Mal gucken, ob sogar für Platz 2 vielleicht reicht, obwohl Ahlisch selber auch nochmal mit einer Zehntel unterwegs ist. Aber Position 3 müsste es eigentlich werden. Davor nämlich Ahlisch schon in der Box. Jawohl, 3 ist es auf jeden Fall ganz knapp hinter Ahlisch, der sich jetzt auch nochmal verbessern könnte. Aus der Schikane heraus nochmal eine Zehntel zumindest im Koffer hier.
Gucken wir mal, ob hier Meier doch nochmal auf einer gültigen. Hat vielleicht doch noch gereicht. Gucken, Gonzalez auf jeden Fall auch noch. Eine Zehntel. Und Marcel Lang ist noch am Start. Und Ben Utzer mit einer halben Sekunde. Und da ist sie auch schon futsch. Ist hier leider zu viel über den Körb drüber. Da wollte er zu viel. Leider ungültig. Und damit, ja, Platz 16. Ja, wenn die halbe Sekunde gestimmt hat, dann wäre es Platz 10 so rum bei gewesen. So, Alisch jetzt auf die 1 nochmal gegangen. Also hat den Husfeld nochmal verdrängt hier mit 13.000 Vorsprung. Super, super eng. 41.2 hat er jetzt hier gesetzt. Nick Husfeld direkt dahinter. Also da haben wir zwei Fahrzeuge, die so einen Tick schneller sind als alle anderen, wie wir hier sehen können. Sind doch schon weit über 2 Zehntel jetzt. Auch Gründel hier auf der 3 wird nichts mehr ausrichten können. Deswegen gucken wir mal ein bisschen durch. Ne, der ist fertig. Don Salas ist der Nächste, der über die Linie kommt hier. Moin, Elektro, bitte. Oh, ein Wolf. Ein Hornwürfelhusten-Team ist das. Sehr schön. Und hier erinnere ich mich auch noch sehr gut. Oder erinnere ich mich noch an die SEC und an die Teams. Oder ja, ein Team oder ein Auto ist jetzt nur noch mehr. Oh Gott. Mein Deutsch heute auch wieder super. So, dann zahlt das auf der 11. Position und damit auch der Letzte, der auf einer gezeiteten Runde unterwegs war. Und damit geht es gleich in die Startaufstellung. Illegal startet offenbar von hinten. Also da wird es auch ordentlich was an Action geben hier. Und zwar ist halt echt stark tatsächlich, ja. Letztes Rennen lief, glaube ich, auch ziemlich gut. Ich glaube, war das sein gestes Ergebnis? Schauen wir mal kurz nach. Vorletztes Rennen war das mit 10 Punkten. Letztes Rennen wieder 1 Punkt geholt. Aber der hatte da auf jeden Fall einmal auch ordentlich, ja, absahen können. So, Startaufstellung. Wir haben noch richtig viel Zeit hier. Was brauchen wir noch? Das brauchen wir. Boxenstopp brauchen wir. Und dann, ja, guck, was habe ich da jetzt eingestellt? Nicht Kahnemann, sondern Race Gaps wollte ich. Gucken wir nochmal auf die Gesamtwertung drauf. Huch, ja, so, da passt. Also, ihr sehen, dass Ricardo Hülliger ist mit 410 Punkten unanholbar vorne. Hat, ja, mit Nick Husfeld die meisten Siege geholt, glaube 7 Stück jeweils, wenn ich es richtig sehe, genau, 7 Stück, das heißt, nur 3 andere Piloten haben jeweils nochmal einen Sieg geholt, nämlich Pierre Meyer, der auf der 4 ist, Chris Kaiser auf der 10, der fährt aber seit Rennen 9 nicht mehr mit, ich denke, da wird auch nichts mehr gehen, und dann hatten wir noch Alexander Gründel mal auf der 1, 14. Rennen in den USA war das. Ich weiß nicht, ob das jetzt Watkins oder Indy war. Auf jeden Fall, ja, tatsächlich nur 5 Piloten, die überhaupt mal Siege einfahren konnten. Nick Husfeld hier mit der 344 Punkten, aber auch safe auf der 2. Position. Benedikt Alisch ist hier neuerdings auf die 3 gegangen. Da sehen wir, wie gesagt, die 5 Punkte Unterschied zwischen Alisch, Meier 3, 4. Und Meier startet hier von der 4. Hat er sich nochmal nach vorne kämpfen können. Also war tatsächlich nochmal eine gültige Runde. Sehr schön. Der wird alles probieren, hier Alisch dann gefährlich zu werden. Das wird im Rennen auf jeden Fall das interessante Duell jetzt erstmal sein, was die Gesamtwertung angeht. Ja, ihr seht die nächsten Positionen, Mittelfeld hier und da auch noch sehr, sehr eng natürlich. Da sind die Punkteunterschiede natürlich nicht so groß. Kann man mal hier und da einen Punkt mehr holen als der Gegner. Also da wird sich sicherlich auch noch mal ein bisschen was tun. Ja, 30 Piloten seht ihr hier mit Punkten. Insgesamt sind es aber, lass mich gucken, 34 Positionen auf jeden Fall die Punkte geholt haben. Gibt kaum Leute, die mal nicht irgendwie was geholt haben hier. Ja, sind ja auch einige nicht mehr mit dabei oder später zugekommen. So sieht das Ganze aus. Ein Rennen haben wir dann nächste Woche noch. So, 5 Minuten noch. Dann können wir mal durchs Starterfeld gehen, würde ich sagen. Haben ja, wie gesagt, sehr, sehr viel Zeit. Also Benedikt Alisch, wie gesagt, von der 1. Da oben seht ihr den schwarzen Audi. Das wird sein, ja, Hauptgegner sein, sage ich mal. Die beiden Monkey Town Porsche. Wird jetzt nicht direkt interessant sein. Aber wird natürlich gucken, dass er hier vorne bleibt. Auf der Innenseite gleich. Dann haben wir Nick Husfeld, Monkey Town Racing. Auf der 2. Position. Der 2. der Gesamtwertung. Alexander Gründel auf der 3. Position. Sein Teamkollege hier mit der 999. Der wird auch gucken, dass er hier, ja, am Teamkollegen vorbeikommt. Oder Alisch vielleicht mal gefährlich werden kann. Na, schauen wir mal. So, dann auf der 4. Position, das ist die Nummer 35, Pierre Meyer, der hier sein Ziel sein wird, der BMW da vorne. Auf der 4. Position startet er. Max Ohlinger haben wir im BMW M4 von Mosquito Motorsport, startet von der 5. Dann haben wir Philipp Witzmann, der ja auch 5. in der Gesamtwertung ist, ne? Jawohl, genau. Noch kein Sieg dabei gewesen tatsächlich.
Dreimal Podium tatsächlich, aber noch kein Sieg dabei. Hat aber sonst immer sehr, sehr gut gepunktet. Seit Rennen 7 auf jeden Fall. Mit einem DNF nur unterwegs. Also immer ja, mit dabei, würde ich sagen. Lukas Finke, hier haben wir nochmal ganz, ganz viele Monkey Town Fahrzeuge. Die 410 sehen wir hier auf der 7. Lukas Finke, der Porsche. Daneben der Teamkollege im Audi ist Hoske mit der Nummer 13. Die Nummer 69 oder 169 auf der 9. Position. Das ist Daniel Müller. Auf der 10 haben wir einen Affenbanden Honda, Michael Schneider, die 896. Dann gehen wir weiter, die 110. Das ist das Auto der AMG vom Mosquito Motorsport und Martin Kraus startet hier von der 11. Patrick Gonzalez mit einem starken 12. Platz hier, also startet schon mal in den Punkten. Mal gucken, ob heute wieder ein bisschen mehr drin ist als ein Punkt. Vielleicht kann er das Ergebnis vom vorletzten Rennen, Hungaroring müsste es gewesen sein, nochmal irgendwie bestätigen hier. Marcel Lang auf der 13 von Club Racing startet von der 13. Position. Moin Pierre, viel Erfolg. Hol dir den Alisch. Marcel Lang, genau, haben wir auf der 13. Phil Bartel im Lexus für Monkey Town Racing. Die Nummer 17 startet von der 14. Moin Zwerg und moin Patrick. Schön, dass ihr da seid. Passend zum Start gleich. Oliver Gehler, da ist nochmal ein Mosquito Motorsport Wagen. Das ist der McLaren mit der Nummer 70. Startet von der 15. Der Markenkollege direkt daneben, aber in blau gehalten. APM Apollo Motorsport. Ben Utzer ist das mit der 23. Quali verkackt. Ja, letzte Runde nochmal einen rausgehauen, ne? Aber ja, zweite Startreihe. Auf jeden Fall Potenzial, würde ich sagen. So, Chris Schneider, der BMW von Schneider Racing mit der 91. Immer sehr, sehr hell das Fahrzeug hier. Startet von der 17. Von der 18 Marcel Schulz, Moonshine Cruisy Sport. Wie gesagt, ich muss mal kurz gucken. Ist der neu dabei? Marcel Schulz, ja, seit letztem Rennen, wenn ich es richtig sehe. Ah ja, seit letztem Rennen ist er dabei. Habe ich schon wieder vergessen. Also deswegen... Ja, noch ohne Punkte tatsächlich auf den letzten Positionen in der Gesamtwertung. Aber wie gesagt, wenn er nächste Saison mitfährt, kann er dann ja vielleicht vorne ein bisschen oder weiter vorne mitmischen. Jetzt hier auf der 18. Auf der 19 haben wir Marcel Pielberg, Monkey Town Racing, die 202. Da kommen ganz, ganz viele Porsche, wie wir da sehen. Startet von der 19, Kreling dahinter, Mosquito Motorsport. Auf der 20, auf der 21, Kurt Hassel, die 911. Von Monkey Town müsste das letzte Fahrzeug des Teams sein hier, genau. Dann haben wir nochmal das zweite Auto von der Affenbande. Lenz Live startet von der 22. Ricardo Hüllegeist, der Sieger dieser Saison. Der ja, Meister der Saison, muss man sagen, mit der Nummer 1. Startet von hinten, wird er sicherlich den ein oder anderen mal ordentlich Dampf machen am Heck. Und dann haben wir noch den Lukas von CF Racing Team in einem Honda mit der Nummer 29. Startet hier also von der letzten Position. Kann sich das Ganze da gleich in Ruhe anschauen. Hoffen wir natürlich, dass es da nicht allzu viel zu anschauen gibt, sage ich mal. Zumindest unfalltechnisch nicht. Natürlich zwei Kämpfe. Aber wird auf jeden Fall, ja, sehr, sehr knifflige Angelegenheit. Imola auch immer recht gutes Potenzial für Unfälle. Wie gesagt, die Wurstkörbs natürlich, die da eine Rolle spielen. Wetter sieht aber zumindest sehr gut aus. Temperaturen ähnlich geblieben wie zum Qualifying. Genauso wie die Strecke optimal immer noch ist. Wetter, ja, bleibt stabil. Kein Regen in Sicht hier. Ja, ich bin mal gespannt dann nächste Saison, ob wir da, ja, wieder ein ganz gut gemischtes Feld bekommen. Markentechnisch sieht es ja auch immer noch ganz okay aus hier. Relativ wie Porsche, liegt aber Monkey Town hauptsächlich. McLaren haben wir dabei, Honda dabei, Audi, BMWs auch, Lexus, Aston Martin, AMG einer auch am Start. Also ein ganz guter Mix hier vorne. Ja, auch einiges durchmischt, da so 3-4 Marken auf jeden Fall. Moin Mitch. Leipzig, danke für den Raid, herzlich willkommen. Hoffe, ihr hattet ein schönes Rennen. Dann passt das ja ganz gut hier. Mein Name rüber rated, sind nämlich gleich hier am Start. Jetzt geht es gleich in die Einführungsrunde. Und dann geht es 60 Minuten auf Imola. Zur Sache würde ich sagen, 18. Rennen von 19. Meisterschaft, wie gesagt, ist schon entschieden. Aber unser Augenmerk liegt hier auf Benedikt Alisch und auf Pierre Meyer auf der 4. Position, die nochmal um ja, die 3. Position in der Gesamtwertung kämpfen. Aus Tauchzeuler seid ihr gefahren. Ah, auch eine enge Strecke auf jeden Fall. Und JP, danke für den Follow vorhin. Und United Trader Channel ebenfalls danke für den Follow und herzlich willkommen. Viel Spaß. So, kannst du ja alles sortieren. Muss nochmal einen Schluck trinken. Und dann, ja, dann gehen wir schon mal in die Helicam, würde ich sagen. Startet offenbar auch keiner aus der Box. Sehr schön. Alle in der Starterstellung gleich unterwegs. Und dann drücken wir die Daumen.
Und Elektrowette, danke für den 6. Monat. Ganz schön unaufmerksam hier schon wieder, der Streamer. So. Stimme auch halbwegs geölt hier. Ich bin vorhin noch eingepennt. Ich bin kurz vor Qualifying-Start erst aufgewacht. Deswegen bin ich noch ein bisschen durcheinander. Aber kriegen wir alles hin. Gesamtwerte muss ich eben auch nochmal kurz zusammenklöppeln. Aber passt alles. So, alles eingestellt. Jawohl, Boxenstopp haben wir. Boxenstopp-Fenster haben wir nicht. Das heißt, hier kann man reinkommen, wann man möchte. Die allermeisten werden wie immer ungefähr zur Hälfte kommen. Plus, minus, würde ich mal sagen. Und wir hoffen, ja, dass das dabei bleibt. Nicht, dass hier einer tatsächlich einen größeren Unfall hat, reinkommen muss und dann, ja, dann mehr oder weniger das ganze Rennen auf einem Reifensatz durchfährt. Denke mal nicht, dass hier gleich vollgetankt wird. Eigentlich selten ein, der richtig, richtig spät reinkommt. Also zwischen Minute 25 und 35 gehen noch meist so 80-90% rein. Je nach Situation, vielleicht auch mal ein größerer Undercut, Overcut. Muss man mal schauen, ob man irgendwo feststeckt. Überholen kann man hier sicherlich, ist jetzt nicht die allzu breite Strecke, muss man sagen. Aber so ein paar Fehler, wie gesagt, kann man vom Vordermann ausnutzen. Die ersten beiden Kurven. Kombination, wenn man da mal ein bisschen Schwung verliert, das merkt man dann wirklich auch die nächsten 100 Meter tatsächlich. Da bremst man ja meistens rein, dann geht man wieder aufs Gas und nimmt dann den Schwung immer mit auf die nächste Sektion oder in die nächste Sektion. Und natürlich die Schikane, da ordentlich ja, Fehlerpotenzial, sage ich mal, Rivazza, die beiden letzten Kurven runter, auf die wir gerade zufahren, da kann man auch mal sich daneben setzen. Ja, wo war das? Vor ein paar Tagen. In einem Stream haben wir es gesehen. Da hat einer mal zwei Autos auf einmal überholt, weil die beide zwischen beide Rivazza-Kurven ein bisschen ins Kies gekommen sind. Und dann ist er hier auf der Innenseite vorbeigezogen. Am ersten und am zweiten dann. Sehr, sehr starkes Manöver. Mal gucken, was wir hier zu sehen bekommen. Jetzt geht es gleich linksrum auf die Stadt-Zielgerade, die dann aus mehreren Klicken besteht. Linie kommt, wie gesagt, auch hier relativ spät. Das dauert hier doch ziemlich lange, bis das mal losgeht immer. Also da muss man wirklich, ja, sehr geduldig sein, in seiner Box bleiben, nicht zu schnell sein. Aber DTs beim Start direkt, ja, sehen wir sehr, sehr selten. Das kriegen die meisten hier ganz gut hin. Optisch sehen wir auch, hat jeder sein Plätzchen gefunden. Jeder guckt natürlich, dass er möglichst weit vorne startet, dass er hier einen guten Start bekommt und gleich mal angreifen kann. Ein paar Meter sind es ja dann doch zur ersten Kurve. So, Alisch hier auf der linken Seite, Hilkusfeld auf der zweiten Position, ganz, ganz weit rechts. Also sie sind gut auseinandergezogen. Hier startet doch relativ weit verhältnismäßig zur Strecke. Ampeln müssten jetzt so langsam auf grün gehen. Grün gehen. Eine Stunde also, das vorletzte Rennen der Racing League eSports. Und da geht's los und Hutzfeld kommt mal richtig gut weg, ist ein Porsche auf der rechten Seite, kann sich schon mal mit der Nase davor setzen, aber kann er auch sich da durchsetzen, ist die Frage. Alles wird alles probieren, um daneben zu bleiben. Dahinter Pierre Meyer ebenfalls mit der Nase leicht vorne von dem Monkey Town Porsche. Zu zweit geht's hier rein, leichte Berührung. Oh, der wackelt ein bisschen, der BMW, und hinten Pierre Meyer und Gründel drehen sich da weg. Gründel dreht sich da komplett weg. Pierre Meyer fällt auf jeden Fall einiges an Position. Mal gucken, hier Gründel oder noch ein Auto mindestens irgendwie involviert. Das müsste Schulz gewesen sein. Marcel Schulz, den hast du auch getroffen. Da oben ist noch der Lukas, den er getroffen hat. Wir gehen mal 10 Sekunden zurück. Haben wir nicht mehr ganz gesehen. Und da wird noch Monkey Town Porsche auch getroffen, aber fährt er weiter. Ja, und der Honda von Lukas jetzt auf der letzten Position hier auch im Kies unterwegs gewesen. Also da ist gleich mal gekracht und da hat es auch noch dann, ja, relativ interessante Leute getroffen, sage ich mal. Pierre Meyer, ja, auf der 7. Position jetzt unterwegs. Das lief schon mal ziemlich, ziemlich schlecht für ihn hier. Ja, er ist jetzt hier zwischen dem Audi von Monkey Town und dem Porsche von Monkey Town von Daniel Müller eingeklemmt. Und Alisch hat damit 6 Positionen Vorsprung vor ihm und würde damit die 3. Position in der Gesamtwertung behaupten. Also das wird eine Riesenaufgabe für Pierre Meyer sein, der ja sagte, dass er sein Qualifying eh verkackt hat. Also pace-technisch scheint da noch mehr drin zu sein. Irgendwas, erste, zweite Startreihe auf jeden Fall, wie wir gesehen haben. Wir gehen aber mal nach vorne. Eine kleine Lücke haben wir schon ab der 3. Position. Die ersten beiden sehen wir hier. 1,8 Sekunden. Und dann fahren wir mal fast 2 Sekunden. Das ist natürlich dem Unfall geschuldet da aus der ersten Kurve. Aber Hussfeld, der ja auch schon gut unterwegs ist, wie gesagt, 7 Siege konnte er sich ebenfalls holen. Genauso wie Ricardo Hillegeist und auch ganz, ganz viele schnellste Runden, für die es ja auch nochmal einen Punkt gibt. Ja, bleibt ja erstmal dran. Da hinten noch der Teamkollege Witzmann von Alisch, nämlich. Also die beiden Orange One Racing BMWs hier auf dem Podium gerade unterwegs. Auch mal ein schönes Ergebnis. Platz 3, Platz 5 in der Gesamtwertung. Also auch das Team sehr stark unterwegs. Und wir sehen schon, wie Nico Hussfeld hier ordentlich Druck macht Richtung Kurve 1. Ja, mal sehen. Reifen noch nicht ganz warm wahrscheinlich. Also ein bisschen vorsichtig sein. Aber bleibt jetzt erstmal dran. Wir gehen mal ein bisschen durchs Feld, würde ich sagen. Michael Schneider haben wir auf der 5. Position im Honda. 0,5 Sekunden dran an Lukas Finke. Dahinter Chris Soske. Ja, wie gesagt, hier auch im Monkey Town
Sandwich, hinten hat es offenbar gekracht, ein Lexus und ein Porsche stehen hier, wir schauen mal ins Replay rein, Phil Bartel nämlich und Markus Pielberg hier involviert. Ah, da gab es wahrscheinlich, ja, ein Angriffsversuch vielleicht oder musste da irgendeiner ausweichen. Wir schauen mal, der Lexus auf der Innenseite wollte vorbeibremsen, zu spät auf der Bremse, trifft hier den Porsche, dreht sich weg und da wird sich der Lukas freuen, zumindest mal, ja, ist er vorbeigekommen, jawohl. Oh, Marcel Schulz, da offenbar leicht touchiert, glaube ich. Auf jeden Fall jetzt hier Side-by-Side mit Lukas aus der Tosa raus. Position 20, 21. Bleiben wir mal kurz drauf. Mal gucken, Alexander Gründel jetzt in der Box übrigens. Aber Lukas kann sich durchsetzen vor Marcel Schulz. So, dann gehen wir mal hier ins Mittelfeld zu Kurt Hassel. Sehr, sehr interessant für diesmal Hillegeist. 8 Positionen hat er bereits gewinnen können. Er hat natürlich davon diversen Unfällen profitiert. Unten Pierre Meyer geht geradeaus. Steht jetzt hier auf dem Gas. Der wird natürlich komplett durchgereicht. Mal gucken, ob er jetzt hier weiterfährt, ob er nur alle vorbeilässt. Oder ist er jetzt in die Box rein? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wo ist er denn jetzt? Ich glaube, der ist vom Server runter. Naja, wird uns wahrscheinlich mitteilen, was da los war. Ja, also haben wir, ja, jetzt ist er weg. Leider ein Auto verloren hier. Und wir sehen hier Hillegeist weiterhin. Ja, im Vormarsch hat natürlich jetzt hier auch eine Position gewonnen. Auf der 14 unterwegs. Schon mal wieder in den Punkten. Benedikt Alisch jetzt mit der schnellsten Runde auf der ersten Position. Ja, der kriegt aber auch ordentlich Feuer unterm Hintern. So, schauen wir mal. Jetzt geht Hillegeist vorbei hier an Utzer. Ja, ich kann mir vorstellen, nicht alle werden sich jetzt hier mit allem wehren. Wir wissen natürlich, dass Ricardo hier sehr, sehr schnell unterwegs ist in diesem Feld. Also, wenn er schon mal mit der Nase daneben ist, wird er nicht unbedingt gegengehalten werden. Kostet zu viel Zeit, zu großes Risiko, da mal einen Unfall zu provozieren. So, Michael Schneider für die Affenbande. Er ist hier ganz, ganz dicht dran an der vierten Position. Lukas Finke ist das, der Porsche. Bartel hinten an Schulz gerade vorbeigekommen. Achso, ist in der Box. Pielberg in der Box. Gründel, der war auch schon in der Box. Jetzt hier auf der letzten, auf der 23 unterwegs. So, Hassel gerade an Utzer vorbei. Utzer verliert hier. Ah, das sieht danach aus, als wenn er hier ein bisschen an Schwung verloren hat. Schauen wir mal. Oh ja, der McLaren hier über den Curb. Das mag er auch nicht wirklich. Und damit gehen hier die beiden Fahrzeuge vorbei. Chris Schneider sehen wir hier noch im Replay. Der weiße BMW, der vorbeigeht. Noch die Sache nicht ganz gegessen. Jetzt aber ist er vorbei auf jeden Fall. Dahinter Stefan Krehling, der da auch nochmal schnuppert und guckt, dass er hier irgendwie profitieren kann von der ganzen Geschichte. Richtung Aqua Minerali hat er mal kurz geguckt. Aber hier daneben setzen eher die schlechte Variante. Lieber hier besser rauskommen, Richtung Schikane, Ausgang der Schikane angreifen. So, Ohlinger gerade am Müller vorbeigekommen, vor der Schikane, paar Meter weiter davor. Jawohl. Dann gucken wir wieder dahinter. Hier geht's hintereinander durch. Mal sehen. Auch alle schön über den Curb, aber keiner, der da sich jetzt wegdreht. So, Ben Alisch bleibt also vorne. Husfeld immer noch im Schlepptau. Abstand zu Platz 3, Platz 4 wird aktuell größer. Lukas Finker, ja, der hat auch ordentlich zu tun hier anscheinend mit seinen beiden Fahrzeugen im Genick. Hier dahinter noch eine, ja, das mehr oder weniger ganze Feld hier. Alisch mit einer 41,8 aktuell. Schneider gerade an Hassel vorbei. Wir schauen mal kurz. Ja, hier der kleine Fehler von Kurt Hassel. Habe ich gesagt, hier die Watzer, geht das mal ganz fix. Und dann ist der Gegner vorbei, vor allem so früh im Rennen, wo natürlich noch alles schön dicht bepackt ist. Das wird gleich ausgenutzt. Hillegeist ist jetzt gerade am Teamkollegen vorbei von Don Salas, der auf seiner Position nicht ganz geblieben ist. Eine Position hat er gerade mal verloren, aber scheinbar gut durch den Start gekommen. So, Pielberg kommt jetzt aus der Box. Der Stand 52 Sekunden. So, wo gehen wir hin? Gehen wir wieder zu Schneider, würde ich sagen. Gucken wir gleich wieder nach vorne natürlich. Also auch ein schön dicht gepacktes Dreierpack hier. Kleine Lücke dahinter, 1,3 Sekunden. Da kommt quasi alles bis Platz 17. Linz Live vielleicht abgeschlagen auf der 18. Lukas und Bartel. Aber die waren hinten ja teilweise in Kollision verwickelt. Und die letzten drei Positionen, ja, waren bereits in der Box. Dementsprechend da erstmal mehr oder weniger einsam unterwegs, zumindest positionstechnisch. So, schauen wir nach vorne, beziehungsweise schauen mal hinten raus. Phil Bartel, auf der 20 Grad kurz gelbe Flagge. So, jetzt geht's hier wieder durch die Schikane, wer kommt hier besser raus? Aber Husfeld hatte, ja, einen sehr guten Start, muss man sagen. Haben wir gesehen, konnte sich daneben setzen, leichte Berührung gab's dann in der ersten Kurve, aber hat sich da nicht durchsetzen können. Und ja, jetzt wird's natürlich umso schwieriger, hier vorbeizukommen. Auf der Geraden hat er keine Chance, nur in den kurvigen Sektionen. Gucken wir mal. Er muss ja gucken, dass er hier alles mal einen Fehler zwingt, wie gesagt. Kann ja funktionieren. So, da ist er richtig schön im Windschatten. Ich fürchte fast, er wird nicht wirklich rankommen hier. Mal gucken, ob Witzmann vielleicht auch nochmal rankommt. 3,5 Sekunden. Die fahren doch aktuell ihre eigene Pace hier. Alisch schon wieder mit einer neuen schnellsten Runde. Aber Husfeld müsste hinterhergelegt haben. 41,7 Alisch. Und Husfeld 41,6. Und jetzt gibt es hier schon mal den nächsten Angriff außenrum. Wird schwierig. Da verliert er jetzt den ganzen Schwung. Und damit bleibt er hier auf der zweiten Position.
So, da hinter Schneider aber jetzt vorbei am Porsche, gleiche Stelle. Und da war es erfolgreich offenbar. Mal gucken, ob der Porsche vielleicht ein bisschen besser rauskommt. Klar, wenn du Überholmanöver startest, weiterhin anfährst, dann kannst du den Schwung nicht ganz mitnehmen. Wir sehen auch, wie Schneider jetzt hier verteidigen muss. Hillegeist mit der gelben Flagge irgendwo. Gucken wir mal. Oh, war ja, jetzt verliert er wieder Positionen. Oh, da kollidiert mit. Gela dürfte das gewesen sein. Der Mosquito McLaren. Ja, wird jetzt wieder leicht durchgereicht hier. Also geht gut zur Sache, wie gesagt. So, Chris Schneider direkt hinter dem McLaren. Don Salas dahinter auf der 13. Position. Wollen wir kurz bei Kreling rein. Teamkollege hier von Gela. Er ist nämlich hier am McLaren von Uzza dran. Guck mal auf der Innenseite, ob er sich da reinstechen oder da rein gehen kann. Er versucht es mehr oder weniger, hält sich dann doch zurück. Der McLaren lässt da keinen Platz, macht die Tür wieder dicht. Und jetzt kommt natürlich noch Ricardo Hillegeist von hinten, der gerade Position verloren hat. Aber hier, denke ich mal, demnächst auch wieder vorbeikommen wird. Gerade in einer schönen Gruppe hier unterwegs. Zwei Autos auch noch direkt im Schlepptau hier. Das sind nämlich Lenz Live. Wir müssen noch Überrundung sein, glaube ich. Weil da sind ja noch ein paar in der Box gewesen, tatsächlich. So, jetzt gucken wir mal. Hillegeist, der lässt sich da jetzt überholen. Wer ist denn das da? Ehling davor. Achso, das ist gar keine Position der Porsche hier. Müsste Gründel sein, oder? Ja, Gründel, siehst du. Auf der 22, der war in der Box. Der hat also damit eigentlich gar nichts direkt zu tun. So, wir gehen wieder nach vorne. Abstand immer noch 3 Sekunden zu Platz 3. Michael Schneider jetzt auf der 4. Mal schauen, ob er hier vielleicht nochmal einen Witzmann rankommt. Der Abstand war ja da vorhin groß geworden, als Finke da auf der 4. Position unterwegs war. Und ja, wir gucken mal hier. Kreling jetzt in der Box. Jawohl, Piebeck in der Box. Also doch schon einige jetzt früher rein. Ja, mussten, muss man wahrscheinlich sagen. Werden da eher jetzt nicht freiwillig reingefahren sein. Oder planmäßig, sage ich mal. Strafen haben wir auch noch keine. Aber hier vorne bleibt sehr spannend. Die ersten beiden Positionen. Und dann hier in den Top 10 auch nochmal eine wunderbare Gruppe. Abschneider, wie gesagt, wo ich gespannt bin, ob er sich hier absetzen kann. Winke dahinter, Zoske. Max Ohlinger direkt am Heck dran vom Audi-Piloten hier. Auch die nächsten 3 Fahrzeuge nochmal. Ja, jetzt haben sich da noch so ein paar Lücken jetzt aufgetan. Platz 10, Platz 11. Marcel Lang auf der 10, der gut nach vorne gekommen sein müsste. Ja, 3 Positionen. Ein bisschen einsam unterwegs, sage ich mal. Ein bisschen Luft nach vorne, nach hinten. Muss aber nichts Schlimmes sein. Kann dann seine Pace hier hoffentlich fahren. Und dann, ja, vielleicht ein Top-10-Ergebnis heute nach Hause fahren. So, Ben Uzza. Ah, Pierre, okay. Wahrscheinlich wegen Unfall T1, möchte ich fast sagen. Ja, sehr, sehr schade. Hätte natürlich gerne gesehen, da der direkte Zweikampf oder zumindest Fernduell dazwischen dir und Benedikt. So, Stefan Kreling jetzt mit der gelben Flagge. Das ist aber nur die Boxenausfahrt. Genau, der stand... Ne, das war ein regulärer Boxenstopp, glaube ich. Der stand eigentlich normal 30 Sekunden. Also der hat gleich hier doch einen doch sehr großen Undercut gemacht. Mal schauen. So, also wir haben hier wie gesagt die schöne Gruppe in den Top 10. Die zweite Gruppe ab Position 11. Dann noch der Zweikampf zwischen 16 und 17. Vielleicht können die ja nochmal an die Gruppe da anschließen. Und ja, dann haben wir also 2 Gruppen plus den Zweikampf vorne, was recht, recht interessant sein dürfte. 23 Fahrzeuge haben wir noch am Start. Wetter wird stabil bleiben. Wird also kein Regen heute geben, wie es aussieht. So, wir schauen mal kurz in Uzza rein. Lenz Live versucht er hier zu überholen, den Porsche von der Affenbande. Auf der Innenseite, Guckung aber verteidigt. Nee, zieht zurück. Also der wollte da nicht wirklich gegenhalten, offenbar. Ist hier auf der 17 unterwegs. Hängt sich jetzt hier an den McLaren. Und damit haben die beiden, ja, 4 Sekunden Rückstand auf diese Gruppe davor. So, Kraus, gerade an Müller vorbei. Wir schauen ins Replay. Konnte sich hier auf der Innenseite, wo kaum Platz war, aber gerade so daneben setzen. Ah, da gab es auch eine leichte Berührung hier. Ah, da war kaum Platz. Wie gesagt, da gibt es auch die Lichthupe von Daniel Müller. Der war der Meinung, dass er da, ja, angezeigt hat, deutlich, dass er auf der Innenseite dicht macht. Aber da hat der dicke Arm geht doch noch da reingepasst. Jetzt gibt er aber Position womöglich hier zurück. Auf jeden Fall die alte Reihenfolge wieder hergestellt. Daniel Müller vor Martin Kraus. Wir können uns mal die Position Deltas anschauen. Und da werden wir natürlich einiges sehen. Vorne hat sich nicht viel getan. 1 Sekunde jetzt der Abstand. Ohlinger mit 2 Positionsverlusten auf der 7. Alles andere davor ist deutlich nach vorne gekommen durch die ganzen Vorfälle. Alexander Gründel, der großer, großer Verlierer auf der 21. Aber war auch schon eine Box, muss man dazu sagen. Stand aber, glaube ich, relativ lange, ne? 1 Minute. Das heißt, er hat 30 Sekunden mal locker verloren. So, der AMG muss sich jetzt hier gegen Marcel Lang wehren. Der Röni, moin. Herzlich willkommen.
So, jetzt geht's hier auf die Gerade. Der AMG, ja, eben noch vorbei gewesen am Porsche. Jetzt muss er sich, wie gesagt, hier verteidigen gegen den BMW von Marcel Lang auf der 10. Position. Ja, gucken wir mal ganz kurz hier vorne. Da gibt's nämlich gerade ein bisschen Action. Soske jetzt an Finke vorbei. Also teamintern wurde hier getauscht. Dahinter ist noch Ohlinger. So, Martin Kraus, der ein paar Meter dahinter jetzt hier sich verteidigen muss. Marcel Lang hält hier rein. Jetzt geht's zu zweit hier raus. Der AMG sehr viel Körper mitgenommen. Verliert dadurch den Schwung und damit die Position. Der BMW da auch etwas wackelig unterwegs. Aber ich denke, der kann das hier verteidigen. AMG dürfte damit in den Top 10 bleiben. Gucken wir mal kurz, Soske verliert jetzt hier wieder. Wir gehen ins Replay zurück. Das hat man eben ja gesehen, das Überholmanöver der BMW jetzt hier am Audi vorbeigegangen wiederum. Also sie tauschen hier auch gerade ordentlich durch. Der Porsche etwas weit draußen, Finke. Und da sehen wir jetzt das Live-Bild. Das hat die Position ja, gekostet von Finke. Und Ohlinger jetzt hier wieder auf der 5. unterwegs. So gucken, ob es da jetzt teamintern nochmal einen Angriff gibt. Sogar drei Autos direkt hintereinander vom Monkey Town. Oh, richtig dichtes Racing hier. Alisch kann sich vorne gut halten vor Hussfeld, 0,7 Sekunden. Fahren aber insgesamt weg vom Rest des Feldes. Auch dahinter 3, 4, 5, relativ großer Abstand inzwischen. So, aber hier bleibt es richtig, richtig interessant. Wir fahren mal mit bei Ohlinger. Schau mal, ja, der muss sich dagegen drei Monkey Town Racing Kollegen durchsetzen. Mal gucken, ob er hier wegkommt. Und ob die drei dahinter vielleicht nochmal teamintern in den Zweikampf gehen. In den vergangenen Rennen haben wir gesehen, so wirklich Stallorder haben wir da nicht erkennen können, zumindest sage ich mal. Da wurde auf jeden Fall, ja, verteidigt und angegriffen. Vielleicht ein bisschen vorsichtiger als sonst, aber da wird keiner einfach vorbeigewunken unbedingt. So, hier sehen wir vielleicht, nee, kein Angriff, denke ich mal. Der Porsche verliert hier auf der Geraden ein bisschen was im Windschatten, kann auf jeden Fall dranbleiben. Schneider jetzt an Gela vorbei, wir schauen auch da mal zurück. Gucken mal hier, Richtung Rivazza war das Ganze nämlich. Ah, toll, jetzt natürlich vorne was passiert. Dann schalten wir nach vorne, ist immer noch das Replay. Mal gucken, ob wir das direkt mitbekommen. Aber Alisch jetzt hier auf der 2. Position. Gucken wir mal, wie es passiert ist. Vielleicht kriegen wir das nochmal mit. Hat er hier vielleicht einen kleinen Fahrfehler gemacht? Ja, hier sehen wir, er hat den Schwung verloren. Jetzt sind wir im Live-Bild. Und damit ist der Porsche tatsächlich vorbeigegangen. Jetzt bin ich natürlich gespannt, ob er da wegkommt. Auf der Geraden, ja, muss er gucken, dass er ein bisschen Abstand gewinnt, damit er vorne bleibt. Also müssen wir gleich mal auf der Startziel wieder gucken. So, Hillegeis, wo ist er? Hinter dem Teamkollegen wieder von Don Salas, nämlich ist das hier das Fahrzeug der Aston Martin. Ja, da wird er mehr oder weniger vorbeigelassen, aber da sind die Pace-Unterschiede auch etwas größer. Das macht da auch keinen Sinn gegenzuhalten, in vielerlei Hinsicht. Ricardo Hillegeis damit wieder auf der 13 unterwegs, wieder in den Punkten. Und ja, wird ihm egal sein, das ist nur für die Statistik, sage ich mal, hat ja den Gesamtsieg bereits sicher. So, jetzt müssen wir mal kurz nach vorne gucken. Gucken, ob der BMW dran bleibt. Wir fahren mal mit, würde ich sagen, bei Benedikt. Der dürfte inzwischen mitbekommen haben, dass Pierre nicht mehr dabei ist. Das heißt, er hat da, ja, so gesehen, was die Gesamtwertung angeht, jetzt deutlich weniger Druck. Fährt sich ein bisschen einfacher. Aber hat ja auch, glaube ich, sehr, sehr viel gut zu tun hier mit Hussfeld. Mal schauen, der Porsche jetzt 0,5, 0,6, 7 Sekunden weg. Ja, das müsste auf jeden Fall reichen, um hier auf der Geraden vorne zu bleiben, würde ich mal behaupten. Der BMW wird jetzt nochmal verkürzen können. Aber für einen Angriff wird es allerdings nicht reichen. 4 Sekunden bereit zu Witzmann, der hier ja noch ein recht einsames Rennen fährt, muss man sagen, von Anbeginn. Auf der 3 unterwegs. Wird ihn nicht stören, wie gesagt. Auf der 6 ist er gestartet, jetzt auf dem Podium unterwegs. Auf der 4 haben wir Michael Schneider. Wir können mal ein bisschen durchgehen. Hier auch 6 Positionen gewonnen. Dann der BMW von Max Ohlinger, der hier ja sich inzwischen ganz gut durchsetzen konnte. Mal sehen, ob er hier wirklich wegfährt. Aktuell 1 Sekunde Vorsprung vor den Monkey Town Racing Autos. Lukas Finke sehen wir hier. Dann haben wir Chris Soske dahinter. Dann Daniel Müller auf der 8. Masse Lang haben wir für Club Racing auf der 9. Da ging es gut nach vorne. Hat Martin Kraus direkt im Genick, den AMG. Hier Schneider auf der 11. Dahinter noch relativ dicht alles. Oliver Gehler, Ricardo Hillegeist, dann der Teamkollege Patrick Donzalas, Kurt Hassel hier auf der 15, 6 Positionen hat er gewonnen. Auf der 16 haben wir Ben Utzer, den McLaren von Apollo Motorsport, dann Linz Live mit 5 Positionsgewinn auf der 17, allerdings auch außerhalb der Punkte aktuell. Phil Bartel, der Lexus, hier auch recht einsam am Start auf der 18, Lukas auf der 19, gelbe Flagge gerade bei Kreling, der hat aber hier gerade nur die ersten beiden, müssen das sein, vorbeigelassen, jawohl, auf der 20 unterwegs, war bereits in der Box. Alexander Gründel auf der 21, der war aber auch schon zum Tanken und zum Reifenwechseln und zum Reparieren, muss man sagen. Marcel Schulz sehen wir hier auf der 22, auch schon in der Box gewesen, auch über eine Stunde, wollte ich schon sagen, 1 Minute gestanden. Und in der Box steht Markus Spielberg schon längerem oder seit längerem.
Weiß nicht, ob der nochmal rausfährt. So sieht das Ganze also aus. Daniel Müller jetzt hier gegen den Teamkollegen. Richtung Rivazza ging es aber schon vorbei. Also ich denke mal, da wollte man kein Risiko eingehen, hier zu zweit durchzugehen. Man will keine Zeit verlieren, denn davor die nächsten Positionen sind ja nicht allzu weit weg. Schauen wir mal hier, der AMG bleibt auf jeden Fall mal locker dran. Schnellste Runde immer noch mit von Husfeld mit einer 41,6. Also die ersten beiden, die einzigen, die 41er fahren. Philipp Witzmann auf der 3 knapp verpasst, 42,0. 42,0 auch von Max Ohlinger auf der 5. Alle anderen fahren ja Mitte 42er, meistens sowas, jawohl. Hillegeist auch noch mit einer 41er Zeit auf der 13. Weiter hinten, ja, 43er Zeiten. So, jetzt kann er hier den Fehler ausnutzen. Martin Kraus versucht es auszunutzen und kommt selber zu weit raus. Das heißt, er hat den Schwung jetzt hier verloren. Der BMW sehr weit in. Mal gucken. Ich glaube, der AMG kann sich trotzdem durchsetzen, oder? Das sieht aus der Perspektive immer, ja, anders aus oft, als es ist. Und jetzt kann er erstmal wieder sich davor platzieren. Und von hinten kommt jetzt noch Chris Schneider an, der die Linie normal nehmen konnte und damit mehr Schwung hatte. Reicht aber nicht ganz, um da wirklich angreifen zu können. Aber der AMG jetzt am Ende des Tages, oder zumindest am Ende dieser, dieses Angriffes vorbeigekommen. An Marcel Lang. Der hat seinerseits hier auch einen weißen BMW hinter sich. So, schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, sind das auch Teamkollegen? Laut Teamname nicht. Livery würde aber ganz gut passen. So, guck mal kurz vorne. Husfeld kann sich erstmal hier vorne behaupten. Eine Sekunde Vorsprung hat er auf jeden Fall. Mal gucken. 40 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Ein Drittel des Rennens ist also erst vorbei. Noch ein langer, langer Weg zu gehen. So, kommen wir bei Hillegeist wieder rein. Da denke ich, werden wir auch gleich ein Überholmanöver oder zumindest ein Angriffsmanöver sehen hier. Aus der Schikane raus, da oben sehen wir den Dreier-Train sozusagen. Wenn er hier vorbeikommt am McLaren, dann dürfte er da auch nochmal aufschließen. Mal sehen, ob er sich daneben bremst hier. Vorsichtig, man weiß nie, ob der Vordermann auch mitspielt. Aber hält sich hier zurück, bleibt erstmal dahinter. Also ab geht's wieder auf die Startziel, gerade in den Windschatten. Also haben wir fast so ein Dreier-Fünfer-Grüppchen hier. Position 9 bis Position 13 sehen wir hier. Na, guck mal da vorne. Windschatten zieht auf jeden Fall. Aber hier sehen wir, da passen noch einige Autos dazwischen. Da wird es auch nicht für einen Angriff reichen. Aber vorne hat es offenbar gereicht. Oh, da müssen wir wieder zurückgehen. Mal sehen, was ist mit Husfeld passiert. Da muss was in der Variante Villeneuve passiert sein. Da hätte er jetzt diesmal einen kleinen Fehler gemacht. Schauen wir mal. Ah, der erste Curb und dann, ja, verliert er hier das Auto. Zumindest kriegt das wieder unter Kontrolle, muss aber die Position wieder abgeben. Also wir sehen schon der zweite Führungswechsel jetzt wieder im Laufe des Rennens. Zweimal aber resultiert aus einem Fahrfehler vom Vordermann. Ja, so bleibt es auf jeden Fall mal spannend, zumindest auf den ersten beiden Positionen. Wir springen zu Marcel Lang, der will hier wieder seine Position wiederholen. Martin Kraus hat er hier im Visier, muss aber immer wieder nach hinten schauen. Hillegeist nämlich an Donzalas, an Gela noch dran, 0,8 Sekunden. Aber beide wieder näher ran an dem Dreiergrüppchen. Ah, hier muss er auch korrigieren. Bisschen quer gekommen, musste nach links lenken. Aber alles gut, bleibt hier locker erstmal dran und verliert nicht allzu viel Zeit. So, komm mal Hillegeist, wo startet der den Angriff? Gela will auf jeden Fall die Position nicht einfach hergeben. Warum auch, er fährt ja auch um Punkte hier aktuell, Platz 12. Aber Hillegeist hier kommt sehr gut raus, wie wir sehen. Abstand wird tendenziell eher kleiner. Das wird wahrscheinlich den Angriff geben. Richtung Rivazza. Wir fahren bei ihm mal mit. Auf die Außenseite setzt er sich jetzt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er sich außen halten kann oder ob der McLaren ihn dagegen hält. Wird auf jeden Fall, wie wir sehen, nicht rausrutschen. Ja, passt. Da vorne sehen wir leichte Staubentwicklung. Da geht es nämlich auch gerade ordentlich zur Sache. Die sind hier zu 2 zu 3 fast nebeneinander. Hillegeist im Hintergrund sehen wir, der da jetzt den nächsten Angriff Richtung Kurve 1 starten wird. Und wir sehen hier, ja, Schneider, der da ein bisschen eingeklemmt ist. Vor ihm AMG links neben sich hat er den BMW. Und der AMG versucht hier mit allem, was er hat, irgendwie zu verteidigen. Jetzt hofft er natürlich, dass die beiden sich hier ein bisschen behaken. Na sehen, er wird hier als erstes in die Kurve einbiegen, nehme ich mal an. Oh, ganz knappes Ding hier. Und Schneider und Lang kollidieren hier leicht. Lang geht jetzt hier off-track. Mal gucken. Hillegeist ist vorbeigekommen am McLaren, der jetzt nochmal auf die Bremse gehen muss, weil er sonst reingerauscht wäre. Oh weia, und jetzt der McLaren mit mehr Schwung, dahinter noch Donzalas mit mehr Schwung. Hier gucken, ob sie profitieren können. Können sie nicht. Ricardo Hillegeist geht aber vorbei und Marcel Lang dahinter. Gela und Donzalas im Schlepptau. Kurt Hasse jetzt rangekommen und der Porsche dahinter ist keine Position. Ja, ganz, ganz artige Angelegenheit, aber kleine Kollision. Ja, haben wir gesehen. Nichts Größeres, aber dann sonst passiert. Ja, Martin Kraus, der ist also jetzt hier auf der 9 unterwegs. Schneider da auf der 11 und Hillegeist, ja, auch großer Profiteur, ist nämlich an Marcel Lang ja auch vorbeigekommen. Hat jetzt hier, ja, sich Position 11 schnappen können. Sehr, sehr interessante Situation. So, Situation hier vorne sieht immer noch ähnlich aus. Schön dicht hintereinander. Bin gespannt, wer sich hier durchsetzen kann.
Direkte Duelle, sag ich mal, Side by Side sehen wir eher selten. Man fährt hinterher und guckt, dass man den Fehler vom Vordermann ausnutzen kann. Witzmann müsste da oben auch noch erscheinen. Nee, das ist nicht Witzmann. Dahinter ist Witzmann auf der 3 mit 6 Sekunden Rückstand. Und Schneider auf der 4 mit 9 Sekunden fast bereits. Also wir sehen hier bereits nach nicht mal einer halben Stunde richtig großer Abstand von den beiden. Die werden das Ding hier unter sich ausmachen. Wenn jetzt nichts Größeres passiert natürlich. So, BMW fährt schon wieder relativ weit innen an. Also der ist da schon eher auf der Verteidigungslinie unterwegs. Hat das da im Blick, dass der Porsche da jederzeit angreifen kann. Vor allem auf der Bremse natürlich. Auf der Geraden selber jetzt eher nicht. So, Oliver Gehler. Kann er sich nochmal hier weitere Positionen holen? Zwei Positionen hat er bereits gewonnen. Krehling jetzt mit einer gelben Flagge. Achso, das ist der Porsche, den wir da eben im Hintergrund gesehen haben. Hat gerade den Drittplatzierten vorbeigelassen. Überrundung, alles gut. So, mal sehen hier. Der McLaren auf der Bremse. Reicht aber nicht, um vorbeizugehen, daneben zu gehen. Auch er muss nach vorne und nach hinten schauen. Patrick Gonzalez auf der 14. Sehen wir hier den Aston Martin. Für den ging es leider zwei Positionen aktuell nach hinten. Aber immer noch aktuell zwei Punkte auf dem Konto aus dem Rennen hier. So, weiter dahinter passiert nicht viel. Ihr seht die Abstände. Waren ja auch schon ein paar in der Box. Also da müssen wir ein bisschen gucken, ja, wo die sich nachher platzieren. Werden wahrscheinlich einiges verlieren, weil da viele, abgesehen von Kreding, glaube ich, alle repariert haben. Da teilweise 30 Sekunden nochmal länger standen als normal. Also das wird da nicht viel weiter nach vorne gehen, nehme ich an. Dann können wir uns ja hauptsächlich hier drauf konzentrieren. Dort Salas Angela gerade dran. Schauen wir gleich mal. Jetzt gucken wir erstmal, ob hier vielleicht der BMW einen kleinen Fehler macht, der Porsche irgendwas ausnutzen kann. Nein, wir gucken hier Schneider Kraus. Oh, Schneider jetzt wieder an Kraus vorbeigekommen aus der Aquaminerali. Wollen wir mal ins Replay schauen, würde ich sagen. Hier sehen wir den AMG nach vorne. Das riecht ein bisschen an, dass er einen kleinen Fehler gemacht hat. Rutscht hier ein bisschen weg. Das war noch nicht ganz so schlimm, aber verliert damit ja die Linie, den Schwung. Und da ging der BMW dann vorbei am AMG. Der hat da so ein paar km/h mehr auf dem Tacho und kann sich hier vor der Variante Alter. Ja, zumindest mal mit der Nase davor halten, muss ein bisschen weiter innen anfahren. Aber am Ende des Manövers ist er dann jetzt hier vorbeigegangen. Wir sind wieder im Live-Bild auf der Startzielgeraden. Also richtig interessante Gruppe. Und wir sehen, Hillegeist geht jetzt rein. Nach 25 Minuten grob. Und vorne gibt es schon wieder den Angriff von Husfeld gegen den BMW. Husfeld jetzt hier vorbeigekommen am BMW. Auch das wollen wir nochmal in Gänze sehen. Schau mal hier. Der BMW. Ja, keinen großen Fehler gemacht, aber der Porsche kam da deutlich schneller raus aus der Variante Taburello und hat sich da mal daneben gesetzt. Variante Villeneuve ist das hier. Auf der Innenseite hutscht da vorbei hier. Jawohl, sehr schönes Überholmanöver. Das erste Mal, dass wir hier tatsächlich ein reguläres Überholmanöver sehen, sozusagen, ohne großen Fehler vom Vordermann. Also sehr, sehr schöner Zweikampf, den wir da sehen. Roller, moin. So, Hillegeist und Zalas, sein Teamkollege, auch reingefahren. Steht hier schief. Bisschen uneben in der Boxengasse, wie es aussieht. Dann gucken wir mal ein bisschen wieder durch die Zweikämpfe durch. Hier haben wir Ohlinger und Schneider noch dran. Dann haben wir hier die drei Monkey Town Racing Fahrzeuge. Finke Müller-Zoske, 6, 7, 8. Schönes Dreiergespann hier. Dann haben wir Chris Schneider auf der 9. Den haben wir eben gesehen, wie er an Kraus vorbeigekommen ist. Dahinter doch schon jetzt eine kleine Lücke zu Marcel Lang. Und dahinter auch, ja, ganz gut aufgereiht erstmal. Passiert nicht allzu viel. Ja, aber war schon mal eine ganz interessante erste halbe Stunde. Vorne spannend. Top 10 hatten wir einige Mehrkämpfe. Weiter hinten auch. Da hat sich das gerade doch ordentlich sortiert und ja, aufgelöst, was die direkten Zweikämpfe angeht. Ja, müssen wir mal warten, bis die Boxenstopps demnächst alle durch sind. Hillegeist kommt jetzt wieder raus hier auf der 18. Position. Gonzalez folgt ihm direkt. Also die beiden GoFast Racing Fahrzeuge jetzt hier mit dem Boxenstopp. So, Ohlinger kommt ebenfalls rein. Genauso wie Chris Zoske. Also ein bisschen früher vor der Hälfte ungefähr vom Rennen. Mirk, danke für den Raid. Herzlich willkommen. Was habt ihr denn Schönes gemacht? Nehmen wir mal an, dass ihr auch irgendein Rennen gefahren seid. Oder Rennen. Ich hoffe natürlich auch, dass es erfolgreich war. So, erfolgreich werden die beiden auf jeden Fall heute auch sein. Husfeld Alisch. Position 2 und 3 in der Gesamtwertung. Wie gesagt, Husfeld, der auch in der Gesamtwertung an der zweiten Stelle sehr, sehr sicher ist. Da wird nichts mehr passieren. Kann hier das Rennen auch recht gemütlich angehen, sage ich mal. Alisch ja inzwischen leider auch, muss man sagen. Also, aus neutraler Sicht, sage ich mal, für ihn ist natürlich gut, dass der direkte Konkurrent nicht mehr im Rennen dabei ist. Der wird also hier die Position 3 ja, behaupten können. Und mal gucken, normalerweise wird es wahrscheinlich schwierig sein, die auch wieder zu verlieren. Wenn er wieder in die Punkte fährt im letzten Rennen auf Quota, sollte das eigentlich hinhauen alles.
Ah, LFM seid ihr gefahren. Misano. Ja, ich mag die Strecke auch sehr. Nicht einfach die Strecke, muss man sagen. Muss man die Tracklimits ein bisschen kennen, um da schnell zu sein. Kann man ja sehr, sehr viel Curb mitnehmen. Muss man auch mitnehmen. Da wirklich den Schwung auf die Graben mitnehmen. Ohlinger jetzt aus der Box wahrscheinlich, jawohl. Ja, aber kann man ganz gut drauf fahren, denke ich. Ich bin heute auch Watkins gefahren, tatsächlich. Heute Mittag. Auch ganz gut. So, jetzt noch erstes Mal relativ ruhig hier im Feld. So 1, 2, 3, 4, ja, mehr oder weniger. Zwei Kämpfe haben wir noch. Die sind aber alle über eine Sekunde auseinander soweit. Da wird jetzt erstmal nicht allzu viel passieren. Utsa aus der Box raus, jawohl. Gucken wir mal hier. Standzeiten sehen ganz gut aus. Hilliger stand ein bisschen länger tatsächlich. Weiß nicht, ob er irgendwie Schaden hatte oder hat er eine Strafe bekommen vielleicht. Guck mal kurz. Strafen haben wir nämlich auch noch. Genau, Schneider auf der 6 mit 10 Sekunden. Bartel 10 Sekunden auf der 13 und Pielberg 10 Sekunden auf der 23. Und da wird auch nochmal der ein oder andere Boxenstopp ein bisschen länger dauern. Achso, die Strecke hast du. Ja. So, jetzt gucken wir mal hier Kraus und wieder gegen Schneider. Also die beiden auch immer wieder im Zweikampf hier. Und Schneider muss sich hier geschlagen geben gegen den AMG. Schönes Überholmanöver. Und jetzt muss man gucken, dass man den Schwung auch wieder mit rausnimmt. Das war sehr, sehr hart am Limit hier am Ausgang der Variante Villeneuve. Boah, ich hasse die Kamera hier dafür. da sieht man nämlich nichts. Aber wir sehen, der BMW erstmal nicht vorbeigekommen. Aber wird hier alles dran setzen, sich den AMG wieder zu schnappen. Sehr, sehr schöner Zweikampf. Nach vorne geht ja aktuell auch nicht so viel. 9 Sekunden bereits zu den ersten 5 Positionen. Nach hinten. Ja, wird die Abstände auch teilweise größer. Mal gucken. AMG dann etwas weiter rechts. Jetzt muss er sehr weit innen anfangen. Zu zweit geht es in die Aqua Minerali rein und außenrum tatsächlich Schneider vorbeigegangen. Starkes Manöver hier. Ist sehr, sehr gut gegangen. Geht nicht immer gut. Aber haben beide mitgespielt und damit wieder vorbei am AMG. Sehr, sehr schönes Manöver. Daniel Müller aus der Box gerade, jawohl. Und alles. Achso, gelbe Flagge. Oh, dachte schon, gelbe Flagge, aber nein, geht nur in die Box rein. So, schöne Anzeigefehler gerade hier. Müsste noch nicht auf der 18 sein. Aber wird sich alles gleich wieder rütteln hier. So, Kreling, schauen wir mal. Der ist an Ben... Wo ist er denn jetzt hier? Da, an Ben Utsa dran. Beide waren bereits in der Box. Das heißt, dass das Boxenstopp bereinigt hier eine... Ja, ein Positionskampf. Aktuell noch 1,3 Sekunden Abstand. Wir können ja mal den Zeitenvergleich machen. Achso, muss ich die letzten drei Runden am besten mal einschalten. Zack. Und da sehen wir... Ja, da waren die Boxenstopps mit drin. Kann man nicht ganz sagen, wer jetzt schneller ist. Also müssen wir ein bisschen abwarten oder hier auf der Strecke ein bisschen gucken, ob er jetzt hier rankommt. So, Gela rein, Martin Kraus. Da können wir, glaube ich, erstmal bleiben. Einzige Zweikampf hier im Moment auf der Strecke. Außer noch Kreling Utzer natürlich, die wir eben gesehen haben. Ansonsten, ja, gehen jetzt einige natürlich in die Box zur Halbzeit. Mal sehen, wer hier am längsten draußen bleibt. Ja, könnt ihr mir vorstellen, dass Hulsfeld vielleicht draußen bleibt. Guckt, dass er ein bisschen was rausfahren kann. Aber sonst da vorne ja, ja schon 4 bis 8 Sekunden Abstände. Doch schon ganz schnell oder ganz gut auseinandergezogen hier. So, jetzt habe ich schon wieder irgendwelche Follows übersehen. Hier, Röli, danke für den Follow. Und Bakusa, danke für deinen Follow. Herzlich willkommen. So, Alisch auch fertig mit seinem Boxenstopp. Warum steht da immer noch eine 1? Müsste eigentlich Boxenstopp gewesen sein, ja. also hoffen wir mal, dass das hier funktioniert hat. Kann man kurz in-game gucken. Der hat doch eine Strafe. Schneider, genau. Schneider auf der 5 hat ja noch 10 Sekunden. Müssen wir mal hier gucken. Er hat, ja, womöglich 2, 3 Positionen, die er dann abgeben müsste. Wenn man da 10 Sekunden so runterrechnet, müsste er auf der 9. wieder rauskommen. So ist bei Gela los. Kommt auch nur aus der Box. Linke hier. So, jetzt gucken wir mal. Ah, Hussfeld bleibt doch nicht lange draußen. Kommt jetzt rein. Witzmann bleibt aber noch draußen. Übernimmt jetzt mal zeitweise die Führung. Also hier ein BMW von Orange One Sim Racing auf der ersten Position. Haben wir vorhin schon ein paar Mal gesehen. Das war aber der Teamkollege. Er wird hier, denke ich mal, auf der 3 ins Ziel kommen. Wenn es so nochmal weitergeht, sage ich mal. Er hat doch ein recht entspanntes Rennen. Ohne große Zweikämpfe. Fährt hier vor sich hin aktuell. So, gucken. Lukas muss, glaube ich, auch nochmal reinkommen. Auf der 11 gerade unterwegs. Genau. Also, da müssen jetzt noch die ersten 8, glaube ich, gleich rein. Stehen nicht mehr viele Fahrzeuge. So, Pieberg hat, glaube ich, abgestellt, würde ich mal behaupten. So, Kreling war eben ganz dicht an Urza dran. Also ist er immer noch, aber jetzt wieder ein paar Zehntel hinterher.
Also da können wir mal gespannt sein, ob es den Zweikampf gibt. Muss man mal ein bisschen gucken, wenn man da frisch aus der Box kommt. Dauert es ja so 2 Runden, bis der Grip da ist in den Reifen. Und dann kann man mal richtig angreifen. Dann kann man die Pace hier ganz gut vergleichen. Aktuell bleibt er auf jeden Fall, wie gesagt, 1 Sekunde dran. Busfeld kommt jetzt hier raus. Wird auf jeden Fall spannend zu sehen. Wo ist er denn jetzt? Alles Strauß gekommen ist. Dahinter. Jawohl. 1 Sekunde. Also hier der Unterschied zwischen den beiden. Gucken wir mal, ob das... Ja, nochmal in den Zweikampf geht. 1 Sekunde. Eher der größere Abstand tatsächlich im Rennen. Die waren sonst immer sehr, sehr dicht hintereinander. Aber schauen wir mal. Thomas, moin moin. So, Witzmann kommt rein. Mal gucken, ob Schneider draußen bleibt. Sonst könnte er hier mal eine Führungsrunde schnuppern. Ist nicht der Fall. Er kommt rein. Lukas Finke wäre der Nächste, der jetzt hier noch in die Boxengasse abbiegen würde. Schauen wir mal. Geht's auch rein. Jawohl. Martin Kraus, der sich da gegen Marcel Lang jetzt irgendwie absetzen konnte, komischerweise. Der ist da oben. Der BMW. Oder warte mal. Ne, gegen Schneider war das, ne? Wechsel ich, glaube ich, gerade. Ich habe mich gerade gewundert, ob der Abstand da relativ groß ist. Marcel Lang kommt jetzt aber rein. Wo ist denn der Schneider rausgekommen jetzt? Ne, nicht Michael Schneider, sondern... Wo ist er denn? Oder ist er runter? Kann das sein? Gerade 122 Fahrzeuge auf der Strecke. Haben wir vielleicht ein Disconnect oder ähnliches gehabt? Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall scheint mir der Michael Schneider runtergegangen zu sein. Michael Schneider ist noch da. Andere Schneider. Ja gut, schauen wir gleich mal. Wir sehen auf jeden Fall hier nur noch Martin Kraus fehlt mit dem Boxenstopp. Alle anderen sind gerade drin. Alisch, ja, der war auch schon drin, auch wenn hier noch eine 1 steht. Aber merken wir uns, Martin Kraus muss vorne nochmal reinkommen. Und dann haben wir alle wieder, ja, Boxenstopp bereinigt auf der Strecke unterwegs. Und wir sehen auch hier, der BMW von Alisch kommt wieder ran an den Porsche. Also der Zweikampf geht hier weiter in eine nächste Runde rein. Hier geht's Boxenstopp bereinigt um den Sieg. So, Witzmann müsste der Teamkollege sein. Genau, der kommt jetzt hier raus. Und wir sehen jetzt hier seinen Teamkollege wiederum. Ja, guckt schon mal hier auf der Innenseite. Aber auch hier muss er sich noch mal ein bisschen gedulden. Wir fahren mal, mit hier bei Husfeld. Bei Alisch natürlich. Wollen natürlich nach vorne gucken. Gucken wir mal, ob er hier vielleicht, ja, wieder den Porsche einen Fehler zwingen kann. Also jeder hatte sich, glaube ich, schon mal einen kleinen Fehler geleistet. 1-2-Kampf hatten wir gesehen, regulären. Aber sonst, ja, sehr, sehr konstant hier unterwegs. Sind auf jeden Fall mit Abstand die schnellsten Fahrzeuge auf der Strecke. 41er-Zeiten fahren die beiden im Feld. Gibt es nicht viele, die das auch tun. Aber wir haben jetzt mehrere Zweikämpfe tatsächlich. Wir haben nämlich Michael Schneider, der hier auf dem Server ist, gegen Daniel Müller. Dann haben wir Chris Soske gegen den Teamkollegen Lukas Finke direkt hintereinander. Und Kurt Hassel hat da noch, ja, den McLaren von Ben Utzer hinter sich und den Porsche von Kreling dürfte das ja sein. Jawohl, also auch nochmal richtig spannend hier. Will Bartel kommt gerade aus der Box. Also noch einiges, ja, was hier ausgefahren wird heute im Rennen in den verbleibenden 25 Minuten. Wie disqualifiziert? Wer wurde disqualifiziert? Wird man ja meistens, wenn man die Strafe nicht antritt. Du? Ach, du bist runter. Stimmt. Was hast du angestellt? Das ist die Frage. So, jetzt schauen wir mal, BMW jetzt wieder richtig ran, natürlich auf der Geraden, kann er da richtig schön ranfahren, aber auch hier reicht es noch nicht so ganz und jetzt müssen wir mal kurz zu Ben Utzer gehen, der überholt nämlich gerade Kurt Hassel hier vor der Schikane, auch sehr, sehr tricky die Situation, damit haben wir 2 Porsche direkt hintereinander, der McLaren davor, der guckt, dass er jetzt da mal wegkommt und ja, hier... Hofft, dass die beiden Porsche sich nochmal bekriegen. Wird hier die Hoffnung auf Kreling setzen, dass er nochmal Kurt Hassel angreift und dass sie ein bisschen Zeit verlieren. So, Martin Kraus war auch in der Box. Damit müssten wir ein boxstoppbereinigtes Feld haben. Vor Hillegeist ist er rausgekommen, der jetzt hier ja, an Marcel Lang irgendwie auch vorbeigekommen sein müsste. Wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere hier. Also hat sich einiges getan in den Boxenstopps hier oder nach den Boxenstopps. Ja, vorne bleibt es weiter spannend. Schneider Müller könnte nochmal interessant werden. Langela schauen wir mal und dann der Dreikampf da hinten. Hat sich jetzt ein bisschen auseinandergezogen. Ich glaube, Ben Utzer, der fährt da weggefühlt. Hat jetzt schon 1,5 Sekunden Abstand. Hier optisch sehen wir das auch. Kommt da schon mal gut weg. Ah, okay.
Ja, schade. Wirklich schade. Haben wir zwei Autos jetzt verloren, beziehungsweise drei. Pielberg steht ja auch schon seit Ewigkeiten in der Box tatsächlich. Also 21 Fahrzeuge noch aktiv hier auf der Strecke unterwegs. 23 Minuten haben wir noch vor uns. Dirty Air, weiß ich gar nicht, wie schlecht oder gut die Dirty Air bei BMW ist. Weiß gar nicht, gibt es da so große Unterschiede bei den Fahrzeugen? Habe ich jetzt selber noch nicht so mitbekommen. Aber ja, in dem Fall hier von Alisch scheint das nicht so das große Problem zu sein. Denke mal, gegen Porsche wird er eher auf die Gerade hoffen, würde ich mal behaupten. Aber ist nicht ganz so einfach, wie wir sehen. Husfeld hält sich da vorne doch immer ganz gut, wenn er davor ist. So, wir gehen zu Hille Geist. Der wird sich nämlich hier den AMG womöglich schnappen. Martin Kraus noch auf der 8. Position. Wir gucken nochmal auf die Position Deltas. Wir sind ja mit dem Boxstopp soweit durch und sehen, Don Salas der Einzige, der auf seiner Position geblieben ist. Sonst fast alle gewonnen, außer, ja, Platz 17 quasi. Die Verlierer des Renns aktuell. Vorne weiß man ja noch nicht, ob die da ja nochmal tauschen werden. Hille Geist versucht jetzt hier auf der Innenseite, hält sich wieder zurück, hat nicht ganz gereicht, um gegen den AMG da vorbeizugehen. Aber ich denke, in den nächsten 22 Minuten wird das hier passieren. Der hat auch eine sehr, sehr starke Pace, der Ricardo, 14 Positionen schon gewonnen. Und der AMG macht es ihm auch relativ einfach, hat er beim Anbremsen sehr viel Körb mitgenommen. Da leicht aufs Gas vielleicht sogar, kann er froh sein, dass er das Auto nicht verloren hat. Damit auf der 9. Position ist er wieder unterwegs. 2 hat er gewonnen und Marcel Lang dahinter. Da ist er 4 Sekunden weg. Kann sich, glaube ich, von Gela so ein bisschen absetzen. Schon gucken wir mal. Letzte Runde doch relativ ähnlich, also nicht unbedingt. Müssen wir mal weiter begutachten hier. So, Porsche auf der 1, 3 BMWs, dann Honda, dann Porsche und Audi. Also doch relativ BMW-lastig da vorne im Moment. So, schauen wir mal wieder nach hinten. Gucken wir mal, ob der BMW rankommt. 0,4 Sekunden ist er dran. 1, 2, 3 Zehntel sollte er eigentlich gewinnen Richtung T1. Ja, wir sehen, jetzt kommt er ran. Jetzt zieht hier der Windschatten. Aber jetzt nochmal die Frage, ob es reicht. Das wird hier auf jeden Fall nicht reichen. Aber man kann sich ja mal ein bisschen andeuten. Jetzt kommt er hier ein bisschen schneller in die Kurve rein. Kann er jetzt hier aufs Gas gehen schon und schön den Schwung mitnehmen. Jawohl, der Porsche aber auch. Keine Angriffsmöglichkeit für Benedikt Adisch, der hier ja auf einer guten zweiten Position unterwegs ist. Von der 1 gestartet allerdings. Also da wird er nicht zufrieden sein und hat natürlich alle Möglichkeiten, hier das Rennen zu gewinnen. 14 Sekunden zu Witzmann inzwischen. Oh, eine SG30 von der 420. Das ist Lukas Finke gewesen. Ah, das dürfte auch einiges an Position gekostet haben. 12 Positionen insgesamt verloren. Also das Rennen hier auch, ja, für die Tonne muss man sagen. Punkte sind auch, ja, noch einige Sekunden weg hier. Fast 20 Sekunden. Da wird also nicht mehr so viel gehen. Guck mal kurz in der Gesamtwertung. Wo steht er denn da? Finke. Wo ist er denn? Oh, muss ich jetzt wieder suchen. So viele Fahrer hier. Ach da, auf der 22. Aber fährt auch erst seit Rennen 11 mit. Also der hat da auch viele Rennen gar nicht erst bestritten, weil er noch gar nicht am Start war. So, ja, wir können fast vorne bleiben, würde ich sagen. Ne? Woanders passiert nicht so viel. Da gehen wir natürlich hin, wenn das ein Überholmanöver geben sollte. Solange, glaube ich, bleiben wir hier vorne. Doch ein sehr, sehr schöner Zweikampf. Und mal sehen, ob es hier ja nochmal den einen oder anderen Führungswechsel geben wird. Jetzt ist er wieder 0,4 Sekunden dran. Ähnlich wie eben, als wir drauf waren auf der Heckpartie vom Porsche. Das heißt, er wird wieder rankommen. Jetzt wird es wieder der Windschatten ordentlich hier ziehen. Und mal sehen, ob er diesmal vielleicht doch noch angreifen kann. Der Porsche bleibt relativ weit innen, also hätte gereicht. Damit muss der BMW außen bleiben. Und beide verlieren natürlich etwas Schwung. Aber ja, bleibt auf jeden Fall super, super spannend hier. Ah, okay, Lukas. Ja, trotzdem. Immer ärgerlich, wenn man da durch blöde Umstände aus dem Rennen fliegt, technischer Natur. Oder weil man da irgendwie, ja, komische Strafen kriegt oder disqualifiziert wird. So, Hille Geist, der schnappt sich jetzt aktuell mal einen Punkt für die schnellste Runde. Aktuell zumindest. Muss er natürlich am Ende des Rennens auch noch haben. Mit einer 41,6. Also nochmal ein Tickchen schneller als die beiden davor. Hat jetzt auch freie Fahrt. Denke mal, er wird sich nochmal vielleicht ein, zwei Fahrzeuge schnappen können. Schauen wir mal. Chris Toske da 4 Sekunden weg. Daniel Müller nochmal weitere 3 Sekunden. Also mal sehen, ob es da nochmal weiter nach vorne geht. Podium wird nichts, aber ja, von hinten gestartet. Und hier aktuell in den Top 10 unterwegs. Ja, Rennen war einiges los. Start gab es so ein bisschen Tumult. Nach ein, zwei Runden hat es sich aber gut sortiert. Würden wir jetzt an Live vorbei.
Müssen wir nochmal ins Replay gehen. So, das ist live. Gründel noch dahinter auf der Stadt Zielgeraden. Weiß nicht. Ein Tickchen weit weg. Aber vielleicht in der Anbremszone ist er vorbeigegangen. Schauen wir mal. Nee, hat ihn vorbeigelassen, würde ich mal behaupten. Ja. Also kein ernsthaftes Überholmanöver. Einmal hier sortiert. Gründel jetzt auf der 16. Linz live auf der 17. Ja, aber wie gesagt, nach ein, zwei Runden hat sich sortiert. Da haben wir keine großen Kollisionen mehr gesehen. Ja, so ein paar Fahrfehler, so kleinere, haben wir gesehen. Dadurch gab es auch ein paar Positionswechsel, auch hier vorne unter anderem. Sonst das Feld jetzt schon relativ gut sortiert hier. Gucken mal, Kreling, Hassel, machen wir mal Zeitenvergleich. Da war Kreling zumindest letzte Runde deutlich schneller. 18. fast rausgeholt. Mal sehen, ob er nochmal den Kurt Hassel hier gefährlich werden kann. Die haben ja beide sehr gut an Position gewonnen aktuell. Vielleicht tauschen nochmal hintereinander. Den Utzer sehen wir jetzt hier auch. Kann sich inzwischen absetzen. Da hat er ja hier unten den Porsche überholt. Inzwischen, ja, 3 Sekunden weg. Ja, 5 nach vorne zu Don Sallas. Können wir mal einen Vergleich ziehen. Auch da holt er kräftig auf. Locker mal eine halbe Sekunde die Runde. Also das könnte vielleicht nochmal interessant werden. Obwohl, ja, wird eher knapp hier, wenn er immer nur eine halbe Sekunde, sagt, nach 5 Strichen nur aufholt. Wird nochmal knapp am Ende vielleicht. So, haben wir noch weitere Strafen offen. Guck mal kurz nach. So, ATC hängt sich gerade mal kurz auf. Muss sogar gleich weitergehen. Oder hat sich OBS aufgehangen? Ah, jetzt geht's wieder. Ups, habe mich verdrückt hier. Ja, ATC TV zeigt leider keine Strafen an. Ah, Lukas DSQ sehe ich. Und Pieberg kriegt noch 10 Sekunden. Der steht da bei einer Box. Alle anderen sind gerade, ja, ohne Strafen zumindest mal unterwegs. So, Marcel Lang jetzt gegen Martin Kraus mal wieder. Die beiden kennen sich ja auch schon. Gucken wir mal hier in die letzten 3 Runden rein. Da sehen wir Marcel Lang auf jeden Fall schneller als Martin Kraus gewesen. Also ist er hier schon rangefahren. Und hier werden wir den nächsten Zweikampf sehen. Dann in Müller, Michael Schneider, 5 und 6. Da bin ich auch mal gespannt, ob wir da gleich nochmal einen Zweikampf sehen. 1,8 Sekunden. Ja, aber der andere Schneider ist, glaube ich, runter, ne? Müsste auch ein weißer BMW gewesen sein, der hier auch in der Gegend unterwegs war. Also damit haben wir 20 Autos noch aktiv auf der Strecke. 24 waren wir gestartet, 2 sind runter, einer steht in der Box, beziehungsweise 2 stehen in der Box. Einer abgestellt, der andere leider disqualifiziert. Also wieder gute Aussaat hier. So, wollen wir mal Marcel Lang mal mitfahren. Vielleicht sehen wir ja mal ein bisschen, wo er hier die Zeit gut macht. Ja, hier sehen wir auch den Windschatten und noch sind wir nicht in der Anbremszone. Ein Linksknick noch und jetzt sind wir hier langsam, ja, in der Anbremsphase und er geht vorbei auf der Bremse. Sehr schön, Marcel Lang kann hier die Linie auch halten, nimmt hier den Schwung hoffentlich auch mit. Sonst gibt er direkt den Konter, aber Martin Kraus verliert damit die Position, ist jetzt wieder auf der 10 unterwegs. Sein Teamkollege müsste das dahinter sein, jetzt auch nicht mehr so weit weg. Dann Zahler sehen wir da oben noch den Aston Martin, der jetzt hier wieder auf seiner Startposition unterwegs ist. Könnte also hier wieder ein paar Pünktchen heute mitnehmen. Bartel jetzt gegen Linz. Der wehrt sich hier auch nicht. Lässt auch den Lexus vorbei. Und damit, ja, haben wir hier ein schönes, ja, Zweier-, Dreier-, Dreier-Konstellation eventuell. Mal schauen. Ich denke mal, der AMG wird sich hier nochmal dran machen. Gucken, hier in der letzten Viertelstunde wieder vorbeizugehen. So, Kreling, Hassel. Beiden Porsche. Waren doch jetzt seit einigen Runden hintereinander her. McLaren hat sich da ja aus dem Staub gemacht. Ja, eine SG30. Sonst haben wir zumindest ACC-seitig keine großen Strafen gehabt. Keine DTs oder so weiter. Nur Zeitstrafen von der Reko. Und der ein DSQ natürlich noch. Aber mal schauen. Ich weiß ja nicht, wer hier wie viele Trackcuts schon hat. Viertelstunde haben wir noch grob noch. Kann sein, dass sich jemand gegen Ende nochmal was holt. So, ups. Da ging es an einem Teamkollegen, an Lukas Finke, vorbei. Das war ein Überrundungsmanöver. Wir schauen nochmal. Da wurde der Teamkollege... Ne, da war schon vorbei. Aber ich glaube, da hatte der BMW gar nichts mit zu tun. Meine zu sehen, dass das der Körper war, der ihn hier ausgehebelt hat. Also, ich denke, das Überrundungsmanöver war alles sauber. So, eine Sekunde Abstand. Ja, müssen ein bisschen geduldig sein. Ich denke, hier und da wird sich gleich nochmal was an Zweikämpfen ergeben. Zahlen werden teilweise kleiner bei den Abständen. Wird also hier nochmal ordentlich was ausgefahren werden. Ja, wir sind auf jeden Fall kühler geworden. Sind hier ja auch am Abend. 19 Uhr haben wir hier gleich.
Aber dunkel wird es natürlich nicht mehr. Nass wird es auch nicht. Bisschen bewölkter geworden, glaube ich. Aber sonst keine großen Unterschiede. Auch die Reifendrücke sollten noch halbwegs passen. Vielleicht hat man da ja ein bisschen was angepasst. Vielleicht nochmal ein, zwei Klicken draufgepackt. Bisschen mehr Druck rein. Bisschen mehr Luft rein. Dass der Druck dann auch passt. Und ja, wir gucken mal. Hillegeist, ja, ist jetzt an Soske dran. Doch relativ zügig. Wir machen mal hier einen Zeitenvergleich. Ja, hier auch fast eine Sekunde aufgeholt pro Runde. 2,7 in den letzten drei Runden. Also da wird es auch gleich den Angriff geben. Wir schauen mal hinten raus. Vielleicht wird es ja jetzt schon diese Runde passieren. Ich denke, spätestens statt hier gerade Richtung T1 wird es den Angriff geben. Dann müssen wir kurz zu Krelin gehen. Der ist nämlich auch gerade in Begriffen hier vielleicht mal anzugreifen. Da, ein Punkt hat er jetzt im Moment, sicher. Aber könnte hier mit dem Überholmanöver verdoppeln. Und Kraus verliert gerade die Position gegen den McLaren. Wo kam denn das jetzt her? Ah, leichter Fehler, Aquamanirali. Und damit der McLaren vorbeigegangen von Oliver Gehler, sein Teamkollege hier. Na, ist ja nicht ganz so bitter, dass so der Teamkollege ist, der vorbeigeht. Aber Gehler jetzt hier auf der 10 unterwegs. Mal sehen, Marcel Lang, ob der nochmal in den Zweikampf gehen muss, da mit den hinteren Fahrzeugen nach vorne. Ja, wahrscheinlich wird er nicht so viel gehen. Hillegeist 9 Sekunden, fast 10 weg. Und der ist ja nicht langsam unterwegs. Also das wird, denke ich mal, nichts geben. Also Mosquito Motorsport gerade ein bisschen im Fokus. Hier sehen wir nämlich, sehen wir das dritte Fahrzeug. Muss mal ein bisschen langsamer reden vielleicht. Das dritte Fahrzeug vom Team, was hier im Zweikampf ist. Und die beiden ja untereinander. Wie gesagt, schauen wir mal, ob da vorne der BMW nochmal angegriffen wird. Hillegeist ist jetzt dran am Audi. In der ersten Kurve ging es auf jeden Fall nicht vorbei, wie wir sehen. Mal sehen, ob er vielleicht in der Tosa hier besser rauskommt. Hier daneben bremsen wird auf jeden Fall nicht möglich sein. Schauen wir doch mal wieder onboard mit. Herr Kresowski wird die Position nicht einfach hergeben. Das ist natürlich klar. Hier geht es auch noch um einige Punkte. Guck mal kurz, Kresowski. Wo ist der platziert in der Gesamtwertung? Auf der 20. Ja, da sind die Abstände relativ gering. Also der wird hier jeden Punkt mitnehmen wollen. Um vielleicht noch mal ein, zwei Positionen zu gewinnen. Ja, bleibt erstmal dahinter. Kam noch nicht vorbei. Aber gut, er muss ja kein Risiko eingehen. Ihn ist das, ja, nicht wirklich interessant, wo er hier landet. So, was machen die beiden vorne? Ein Angriff, Kurve 1. Daniel Müller-Schneider. Ah, gibt sich da was? Wir schauen mal hier. Daniel Müller ein bisschen schneller als Schneider tatsächlich, die letzten zwei Runden zumindest gewesen. Also vielleicht ergibt sich da nochmal was. So, ein paar Meter dahinter immer noch der Zweikampf. Jetzt vielleicht hier gegen den Audi auf der Geraden. Na, schauen wir mal, ob der BMW da angreifen kann. Im Windschatten ist er schon. Kann relativ viel rausziehen oder muss relativ viel rausziehen. Nehme ich mal an. Mal gucken, wann das tut. Der Audi bleibt jetzt auf der Innenseite natürlich. Also, wie gesagt, er wird sich hier mit allen verteidigen, was er hat. Hillegeist geht jetzt auf die Außenseite. Bleibt er daneben oder hält er sich zurück, um mehr Schwung durch die Variante Taburello mitzunehmen? Ganz im Gegenteil. Nimmt hier deutlich weniger Schwung mit. Leichter Quersteher am Eingang. Kresowski damit wieder ein paar, ja, Sekündchen rausgefahren oder Ruhe rausgefahren, vielmehr eine Sekunde Abstand. Aber kann jetzt hier wieder ein bisschen vor sich herfahren, Anführungsstrichen. Erstmal muss er nicht mit dem Angriff rechnen. So, hier vorne. Alisch, Busfeld. Ja, bin mal gespannt, ob wir da noch einen Zweikampf sehen. Oder ob die sich denken, ja, unsere Position in der Gesamtwertung doch relativ safe. Zumindest bei Husfeld, bei Alisch auch so ziemlich. Wir müssen kein Risiko eingehen. Fahren das Rennen hier vielleicht so zu Ende. Holen hier nochmal ordentlich Punkte. Ein gutes Ergebnis im vorletzten Rennen. Und dann, ja, Montag, nächsten Montag nochmal 90 Minuten auf Kota sind wir dann unterwegs. Nochmal ein bisschen länger als, ja, die meisten Rennen sonst, ja, meist eine Stunde. So, wann kommt er hier vorbei? Gehen wir mal in die Heckperspektive vom Audi vielleicht. Ja, oder müssen wir gleich nach vorne gehen? Gucken nochmal kurz die nächsten zwei Kurven ab. Dann gehen wir wieder nach vorne. 0,5 Sekunden, alles dran. Ah, jetzt wird der Abstand wieder größer. Aber vielleicht nur beim Kurveneingang oder so, beim Anbremsen. So, Kresowski. Immer wichtig, hier gut rauszukommen. Dann kann man den BMW vielleicht hinter sich halten. Eben haben wir gesehen, gab schon mal den Angriff. Da hat Hillegeist leider, ja, einen kleinen Quersteher gehabt, konnte sich nicht entscheidend daneben setzen. Vielleicht klappt es ja jetzt diese Runde oder, ja, in einer der nächsten Runden. Ein paar Minütchen haben wir noch auf der Uhr. Ah, jetzt, glaube ich, muss er nicht verteidigen. Nee, bleibt jetzt hier auf der Ideallinie. Also, gehen beide durch hier. Gucken mal ein bisschen durch. Hier tut sich gerade nicht viel. Gela, Kraus, Don Salas.
Also auch hier Kraus kann vielleicht mit dem Teamkollegen nicht ganz mithalten. Abstand ein bisschen größer geworden. Marcel Lang 3 Sekunden davor. Auch erstmal nicht im Bedrängnis. Kreling jetzt auch wieder ein bisschen federn lassen müssen hier vom Porsche von Kurt Hassel. Da kein Zweikampf. Aber Hillegeist, dann bleiben wir mal da drauf, würde ich sagen. Also Hillegeist könnte auf die 7 gehen. Denke mal, das wird eher Ende der Fahnenstange sein. Dani Müller davor 6 Sekunden weg. Also müsste er schon weit über eine Sekunde schneller pro Runde sein, um überhaupt ranzukommen. Aber beißt sich hier ordentlich die Zähne aus am Audi-Piloten. Natürlich so eine Frage, wenn man da unter Druck steht, keinen Fehler machen, keinen Cut holen. Wie gesagt, wir wissen nicht genau, wer wie viele Cuts hat. Vielleicht sehen wir ja doch nochmal eine DT oder ähnliches. Und bei den Abständen kostet das nochmal so 1, 2, 3, 4 Positionen, je nachdem. So, Marcel Schulz kurz gelbe Flagge, könnte aber auch bei einer Überrundung gewesen sein. So, Ricardo Hillegeist kurz auf der Innenseite geguckt, zieht nochmal zurück. Ist da sehr geduldig, nichts mit der Brechstange. So, Alisch vorne dran sehen wir, jawohl. So, Bartel mit einer gelben Flagge. Schauen wir mal, das sieht aus nach einem paar Fehler, hätte ich fast gesagt. Huch. In der Tose einmal weggedreht hier. Ganz ohne Bedrängnis. Interessant. Ja, aber kostet keine Position. Hat da viel Abstand nach vorne, nach hinten. Das ändert nichts an der Situation insgesamt. Also geht weiter. Und dann wird er auch die letzten 7 Minuten noch gut hinbekommen. Jetzt geht's hier in Runde 31. Jawohl. Ersten beiden jetzt in Runde 31, Hillegeist. Auch hier wieder kein Angriff. Aber gut zu tun, ist nicht langweilig. Sind auch ein paar Piloten unterwegs, bei denen es nicht mehr so spannend ist tatsächlich. Na, schauen wir vorne mal. Jetzt geht's ja wieder durch die Schikane. Aber kriegen beide auch wieder sehr, sehr gut. Ja, Alisch macht's gut. Also ich glaube, in den kurvigen Sektionen holt er genügend Abstand raus, dass er auf der Geraden nicht gefressen wird. Letzten Runden haben wir auf jeden Fall keinen Angriff gesehen vom BMW. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob er nicht will, nicht kann oder ob er sich vielleicht das nochmal für die letzten Runden aufhebt. Wäre nochmal schön hier zum Zuschauen auf jeden Fall. Und ja, damit bleiben wir, glaube ich, mal ein bisschen hier vorne. Hillegeist immer noch nicht vorbeigekommen an der 7. Position. BWA, moin moin, danke für den Raid, herzlich willkommen. Sind gerade auch in den letzten Zügen hier. 18. Rennen von 19 bei Racing League Esports und wir sehen ja vorne ein schönes Duell, beziehungsweise hier sehen wir das Duell ja vorne. Dann haben wir 7, 8 noch ein kleines Duell. Ja, hier geht's nochmal um den Sieg. Für die Gesamtwertung hat das wenig Auswirkung tatsächlich, aber trotzdem schön zu sehen. Und Genosse Bex, danke für den Follow, herzlich willkommen. So, schönes Duell, Hillegeist. Jetzt ist er 0,3 Sekunden mal dran auf der Geraden. Mal eine Zehntel näher dran als vorhin. Aber mal sehen, ob er diesmal vorbeikommt. Hat ja schon ein, zwei Mal probiert vorbeizugehen. Hat nicht funktioniert ganz. Aber jetzt muss er auch immer wieder verteidigen auf der Innenseite. Nicht zu viel Körper mitnehmen, das rutscht da auch gerne mal. Jetzt Ricardo Hillegeist auf der Außenseite. Jetzt kann er vielleicht mehr Schwung mitnehmen. Jetzt geht's aufs Gas, Vollgas geht's raus. Der Audi kriegt den Schwung nicht ganz mit. Das ist immer ja so eine Sache, weil Hillegeist muss wahrscheinlich ein bisschen lupfen. Weil, ja, man kommt nicht vorbei, selbst wenn du mehr Schwung hast. Außer er rutscht natürlich komplett weg. Aber hat hier wieder nicht gereicht. Ah, ich bin super gespannt. Also wenn Skrzyszkowski das hier nach Hause fährt, da kann er, ja, sich mal ein Getränk aufmachen oder sowas. Schönes Kaltgetränk. Hat da nicht mehr eine richtig gute Leistung hingelegt. So, da unten ist noch ein BMW. Marcel Schulz dürfte das sein auf der 20. Weiß nicht, ob man auf den noch aufläuft beim Überrunden. Könnte natürlich auch nochmal so ein kleines Zünglein an der Waage sein. So, genauso wie hier. Bennett Arnisch jetzt wieder 0,2 Sekunden dran auf der... Ja, geraden jetzt gleich auf der Startzielgeraden. Schauen wir mal. 0,4. Bei Hillegeist haben wir es gesehen. Hat nicht ganz gereicht, um da anzugreifen. Gegen den Audi zumindest. Gegen Porsche vielleicht ein bisschen einfacher. 0,4 Sekunden. Jetzt werden wir wieder sehen, wie er hier richtig, richtig nah rankommt im Laufe der Startzielgeraden. Jetzt fängt es hier richtig an. Da sieht man es richtig, wie er rankommt. Busfeld, mal gucken. Geht auf Verteidigungslinie. Nee, bleibt auf der Außenseite, auf der Ideallinie. Ja, hat das gut abgeschätzt, dass es zu keinem Angriff kommt hier. So, was ist bei Nazalas los? Greift hier gerade mal den Martin Kraus an, erfolgreich.
Oh, sehr schön. Dort hat er es dann mit der Position mal gewonnen. Auf die 11. Position geht's hier. Top 10 Ergebnis. Ja, noch da oben in Reichweite. Mal schauen, ob es noch reicht. Muss wahrscheinlich ein bisschen Glück haben, dass da vorne was passiert. Aber wieder ein sehr, sehr starkes Rennen hier. Wir gucken mal kurz zu Hillegeist wieder rüber. Wie gesagt, er hat es schon einige Male probiert. Aber es ging hier einfach nicht vorbei. Jetzt muss der Audi wieder verteidigen. Jetzt kann er schon fast daneben gehen. Schon relativ früh im Vergleich zu den anderen Runden hier. Aber wenn du da zu weit außen bist, dann kriegst du die Kurve nicht und verlierst ja super viel Schwung. Auch hier kommt er wieder besser durch. Der Audi hat da ein bisschen Probleme gerade die letzten zwei Runden gehabt. Muss jetzt hier auch wieder auf der Innenseite fahren. Hillegeist wieder auf der Außenseite und man läuft hier auch den Verkehr auf oder auf die Überrundung. Also bin ich mal super, super gespannt, wie sich das jetzt hier gleich regeln wird. Und Daniel Müller derweil jetzt hier an Schneider dran. Naja, jetzt wird es nochmal richtig spannend hier die letzten drei Minuten. Also Müller nochmal an Schneider ran. Der Honda von der Affenbande, der bestplatzierte Honda. Andrea leider ja in der Box, also der einzige aktive Honda auf der Strecke im Moment. Mal gucken, ob Kraus sich auf der 12 nochmal Don Salas wiederholen kann, die Position wiederholen kann. Hier sehen wir auf jeden Fall nochmal schöne Zweikämpfe. Wir gehen nach vorne, es geht in Runde 34 jetzt. 2 Minuten 40. Das sind dann noch zwei Runden jetzt. Jawohl, vorletzte Runde bricht dann jetzt jede Sekunde an. 18 Sekunden zu Witzmann. Den können wir auch ganz kurz ins Bild holen können. Der, wie gesagt, ein sehr, sehr unaufgeregtes Rennen fährt. Aber wird er sich nicht beschweren, denke ich mal. Zumindest positions- oder wertungstechnisch. Wird auch einige Punkte heute mitnehmen. Ja, Lukas. Aber schön, dass du noch zuschaust zumindest. Auch wenn es wehtut wahrscheinlich. So, ja, können hier bleiben. Bei den anderen Duellen, die Abstände jetzt wieder ein Tick größer geworden. Müller jetzt über eine Sekunde wieder von Schneider weg. Kraus, ja, Don Salas auch fast eine... Na, jetzt wird es gerade wieder ein bisschen enger. Ja, Anbremszone hier. Ups, nee, da waren sie jetzt in der Anbremszone. Der AMG noch dran am Aston Martin. Oh, Marcel Lang kommt rein. Das riecht aber ganz stark nach einer Strafe. Marcel Lang mit einer DT auf der 9. Ja, der wird, wie gesagt, der wird nochmal ordentlich zurückge... Rückfallen hier, zurückfallen. Drei Positionen jetzt schon verloren hier, jetzt auf der 12. Also wird er, weiß nicht, ob er noch aus den Punkten rausfällt. Wird interessant sein. Hillegeist mit leichten Problemen hier. Was ist denn da passiert? Ups, da hat er BMW M4 erwischt mit den Wurstkörbs. Da verliert er das Auto. Aber ich glaube, auf der 8 ist er jetzt geblieben. Beziehungsweise Zoske müsste noch vorbeigekommen sein, oder? Beziehungsweise ist vorne geblieben, so rum. Klar, der war ja dran. Also damit, ja, kann Kostoske sich Position 7 auf jeden Fall mal heute holen. Wird da relativ froh sein, dass sich Hillegeist da ein bisschen vertan hat. Aber wie gesagt, wird ihm relativ egal sein. So, Marcel Lang tatsächlich aus den Punkten raus, wieder nach seiner DT jetzt hier auf der Strecke. Auf der 16, 4 Sekunden Rückstand auf Alexander Gründel, der damit wieder in die Punkte rutscht. Einen Punkt gibt es auf der 15. Position. Also das war nochmal, ja, sehr, sehr ärgerlich natürlich für den BMW-Piloten. So, jetzt geht's hier in die letzte Runde rein. Und wir gucken mal, ob Alisch oder Husfeld, ja, wer sich jetzt hier den Sieg holen kann. Wir sehen auf jeden Fall, da wird nicht einfach zu Ende gefahren. Alisch möchte sich den Sieg holen. Klar, warum nicht? Ist ja nur so 10 Meter vor ihm in greifbarer Nähe. Aber sehr schön zu sehen. Nicht allzu häufig, dass wir tatsächlich hier ein ganzes Rennen und auch gegen Ende des Rennens nochmal einen schönen oder weiterhin den Zweikampf sehen um Position 1. Dahinter passiert nicht mehr allzu viel, möchte ich mal sagen. Schneider Müller immer noch 1,5 Sekunden. Kraus hinter Don Salas. Alles andere, ja, hat sich erledigt soweit. Damit können wir, glaube ich, die beiden hier bis zum Ziel begleiten. Mal sehen, vielleicht kriegen wir ein schönes Fotofinish hier. Ja, wäre Husfelds 8. Sieg. Das heißt, er hat die meisten Siege in dieser Liga geholt. Wenn Ricardo Hillegeist nächstes Mal noch gewinnt, dann hätten die wieder Gleichstand. Beide Piloten ja mit 7 Siegen in dieser Saison. Aber letzter Sieg schon etwas her tatsächlich. Seit, ja, 6 Runden nicht mehr gesiegt. In den letzten 6 Rennen hat sich nämlich Hillegeist 5 Siege geholt. Und Alexander Gründel auch einmal. Also ein Sieg wäre mal wieder was Schönes hier. Schon ein paar Wochen her tatsächlich. Ob 2 Monate müsste das her sein. Und da gibt es 10-fach Punkte. Ja, weiß ich nicht. Aber hier mit dem Porsche sehr stark unterwegs. Wir sind jetzt auf den letzten Metern Richtung Rivazza. Rivazza 1 und Rivazza 2 und dann geht's Vollgas. Und die muss er noch gut erwischen. Und dann sollte das doch hier der Sieg werden. Schnellste Runde hat allerdings Alisch. Der holt sich damit auch nochmal einen extra Punkt. So, ich glaube, da wird nicht mehr viel passieren. Nico Husfeld von der 2 auf die 1. Alisch und ja, sein Team hier auch gut unterwegs gewesen auf der 2. Position. Sein Teamkollege nämlich hier auf der 3. Position dürfte auch nichts mehr anbrennen. Der Philipp Witzmann.
Also für Orange One Sim Racing war das ein sehr, sehr erfolgreiches Rennen. Zwei Autos auf dem Podium hier, auch recht ja, unbeeindruckt, sage ich mal. Wir haben zwar einen Zweikampf vorne gesehen, aber hier auf der 3 wirklich ja, nichts passiert tatsächlich. Dann kommen wir mal weiter hier zu Max Ohlinger. Von der 5 auf die 4, auch ein sehr, sehr solides Rennen. Beendet hier natürlich das Rennen auf der 4, auf der 5 mit 5 Positionsgewinn. Michael Schneider, ich denke, der wird auch zufrieden sein. Daniel Müller mit 3 Positionen auf der 6, auf der 7. Das ist kein Zweikampf, das ist eine Überrundung, wenn überhaupt. Chris Soske, der recht froh sein wird aus seiner Sicht, dass Ricardo Hüllegeist noch mal einen kleinen Fehler hatte. Von ganz hinten gestartet. Ja, Position 7 wäre drin gewesen. Position 8, was soll's. Die Saison hat er ja ohnehin gewonnen. So, Oliver Gehler mit 6 Positionsgewinn auf der 9, auf der 10. Don Salas, Top-10-Ergebnis tatsächlich noch durch die DT von Marcel Lang. Also Glückwunsch auch dazu. Martin Kraus, ja auch schöne Zweikämpfe gehabt, leider nicht mehr ganz in die Top-10 geschafft. Ben Utzer wird als 12. über die Linie kommen. Kurt Hassel mit 8 Positionsgewinn auf der 13. Stefan Krehling holt sich nochmal 2 Punkte ab heute. Und Alexander Gründel auch nochmal die Punkte gerutscht durch die DT vom Hintermann auf der 15. So, da ist er. Marcel Lang, 3 Positionen insgesamt gewonnen. Sehr, sehr schade natürlich, wie gesagt. Dann haben wir den Lexus von Phil Bartel auf der 17. Lenz Leib auf der 18. Das müsste dann das letzte Fahrzeug sein, was noch unterwegs ist. Lukas Finke auf der 19 bereits durch. Marcel Schulz 20. Lukas mit dem DSQ auf 21. Markus Pielberg abgestellt 22. Und zwei weitere Fahrzeuge, die nicht mehr dabei sind. Wunderbar. Dann haben wir es geschafft hier. Und Noah, danke für den Raid. Tick zu spät, gerade genau fertig mit dem Rennen. Aber vielen, vielen Dank und natürlich trotzdem herzlich willkommen an alle nochmal hier bei der Racing League eSports. So, mal ein schönes Bild für den Hintergrund und dann gehen wir mal ins Studio. Zack. So. Michael, moin. Ja, wie gesagt, wir sind eigentlich auch schon fertig jetzt. Aber ich hoffe, bei euch hattet ihr ein erfolgreiches Rennen oder mehrere Rennen. Ich glaube, ihr seid ja auch LFM gefahren. Grüß mir den Alisch. Ja, machen wir. Hallo Alisch. Grüße von Elektro, bitte. Ja, sehr schönes Rennen. Leider, ja, ein paar kleine Unfälle gehabt am Anfang. Im Laufe des Rennens hat sich dann aber doch ganz gut geordnet. Hatten da vor allem im ersten Stint einige schöne Grüppchen, Top 10 und Platz 15, 16, glaube ich, nachher war auch nochmal eine schöne Gruppe. Ja, ein paar Strafen wurden auch verteilt, hat nochmal ein bisschen was durcheinander gewürfelt tatsächlich. In der Gesamtwertung wird sich nicht allzu viel getan haben. Hillegeist ja gewonnen, Hüsselt wird auf der 2 bleiben. Alisch wird sich Position 3 auf jeden Fall ja, festigen können, müssen wir nochmal gucken. Muss nur einiges passieren, dass Pierre Meyer dann nochmal aufs Podium kommt in der Gesamtwertung. Witzmann, ja, wird 5. bleiben, der ist ja 3. geworden, hier hat sich nochmal richtig Punkte holen können. Also, da wird nicht mehr so viel passieren. Aber klar, nach 18 Rennen jetzt hat sich's schon ganz gut sortiert. Mittelfeld wird bestimmt noch mal ein bisschen was geben. So, dann schaue ich mal, wohin wir euch weiter raiden könnten. Wir wurden ja heute auch schon einige Male geraidet, ne? Noah gerade, PWA Racing, der Mirk, der Leipzig hat geraidet. Vielen, vielen Dank dafür. Danke natürlich auch, ja, fürs Zuschauen, kann ich schon mal sagen, wenn ich mal gucke, wohin wir gehen. Gumball, genau, hatte ich auch gerade im Blick. Ich glaube, da haben wir noch gar nicht hingeradet. Da ist auch noch ein bisschen zu fahren auf Misano. Dann gehen wir da mal rüber. Lasst mir ein paar Grüße gerne da. Ja, danke auch für die Follows. Ich glaube, wir haben die 3000 geknackt gerade so. Sehr schön. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen nicht. Da fahre ich selber. Aber Mittwoch vielleicht. Weiß ich gar nicht. Pro Series steht ja an bei LFM. Müssen wir noch abschnacken, wer da macht. Spätestens aber Donnerstag. Da gucken wir dann wieder LFM. Nee, gucken wir LFM Dailies? Nee, Hove Sim Racing steht da an. Sprint Cup. Am Wochenende waren wir ja beim Endo dabei. Also ja, wird auf jeden Fall nicht langweilig werden hier. Ja, dann schicke ich euch mal weiter zum Gumball. Genau, RTTL ist morgen. Da fahre ich ja mit. Schauen wir mal. Nachts Sandford bei Regen. Wird sehr interessant. Ich rate euch weiter zum Gumball. Lasst mir ein paar Grüße da. Werd gerade auf der 2, gerade an der 1 dran. Also auf jeden Fall was zu gucken hier. Wünsche euch einen schönen Abend und wir sehen uns dann die Tage, wenn ihr mögt. Ciao, ciao.